Halli, hallo, Hallöchen. Einen wunderschönen Abend. Da sind wir mal wieder. Heute wieder im Viererpack. Hat ja letzte Mal ganz gut geklappt. Heutiges Thema ist ja wieder Crime Letter. Brief 3 des Falls Das geheime Labyrinth. Ne? Für alle, die noch nicht dabei waren, Crime Letters. 5 Briefe im Monat, die zu einem Fall gehören. 4 davon Indizienbriefe. Einer, der Nummer 5, ist die Lösung. Und wir versuchen den Fall gemeinsam mit euch zu lösen. Und jetzt erstmal herzlich willkommen zu Blind Tube. Jawohl, bababaling. Okay, also das nachher wohl, das musst du mir nachher noch mal in einer ruhigen Minute erklären. Aber okay. Es hat nicht immer alles einen Sinn, Jan. Ja, okay. Wenn er sowieso keinen Sinn hatte, dann brauchst du es mir auch nicht erklären, aber das ist schon mal schön. Ja, also, wie gesagt, wir sind heute bei Teil 3. Letzte Woche haben wir ja 1 und 2 abgefrühstückt. Ja, und jetzt sind wir im dritten Labyrinthteil. Und mir ahnt Böses. Ja, aber wir haben ja zum Glück seit neuestem unsere Verstärker-Crew hier, unsere beiden Asse im Ärmel. Einer im linken, einer im rechten. Ne, ihr So beiden? ganz unauffällig. Na? So. Also ein bisschen startbereit. Auch wenn man das Engelchen. Gut. Ich gucke jetzt nochmal, ob Die der. ist ja immer so schrecklich schüchtern. Ah, das muss sie doch nicht. Das muss sie doch nicht. Das ist doch gar nicht nötig. Ja, dann hast du schon den Tisch aufgeklappt. Warte, noch nicht ganz. Ich so. So. Ich musste jetzt eben nochmal den Sprachchat aktivieren, falls uns irgendwer was schreiben möchte. Damit wir euch auch hören. Okay. So, da ist unser Tisch. Herzlich willkommen. Ja, und wie ihr eventuell schon seht, wir haben auch wieder mal ein neues Labyrinth mitgebracht. Ja, so Freut langsam wird es mich, eng auf freut dem mich. Tisch hier. Also nächstes Mal musst du mal ein Ja. bisschen. Ja. Ich glaube, Ein bisschen wir anbauen. müssen die Dinger stapeln. So. Wie lautet der Code, mit dem du die dritte Datei öffnen kannst? Ja. Ja, da brauchen wir gleich wieder eine Webseite, ne? Aber das machen wir dann. Warte Das mal. würde ich sagen, machen wir einfach später. Ja, ich öffne die aber schon mal, weil. Ja. Was wir haben, haben wir. So, was war das? Irgendwas mit Darlington, ne? Genau, distomail. Genau, kommen wir jetzt hier. Nee, die erste Datei will ich gar nicht haben. Also. So, genau. Wir wollen heute Datei 3 öffnen. Falls wir soweit überhaupt kommen. Richtig. Ja, nicht, dass die Technik sagt nein, doch. Na, guck mal. Vielleicht sagen auch unsere Gehirnzellen nein.
So. Ja, das befürchte ich halt eher So, auf in heute. den Kampf. Wir hören uns die Briefe an. Genau. 11. Mai, 10 Uhr. Sehr geehrtes Detektivbüro Blindsman, Silberfuchs soeben habe ich Ihre Antwort erhalten und die sagt: Audiodateien gehört. Meine Hände zittern, während Guten ich Jungs. Hallo. in diesem Brief schreibe. Guten Lord Darlington hat das Syndikat gegründet. Ich kann es nicht glauben. Ich gebe Ihnen mein Wort, dass ich nichts davon wusste und in keiner Weise an diesen Geschäften beteiligt war. Die Frage ist, wie ist es nach der Gründung des Syndikats weitergegangen? Von wem wurde Lord Darlington verfolgt? Vom Syndikat? Von Feinden des Syndikats? Warum streut er all diese Hinweise, damit ich ihm ins Zentrum des Labyrinths folgen kann? Ich habe keine Zeit zu verlieren. Mit Hilfe des Codes Mr. Blue werde ich jetzt den dritten Teil des Labyrinths betreten und anschließend meinen Brief an Sie fortsetzen. 12. Mai, 5:30 Uhr. Wieder greife ich zum Stift, wieder mit zitternden Händen, nur diesmal aus anderen Gründen. Es ist früher Morgen. Ich habe kein Auge zugetan, seit gestern Vormittag nicht zu mir genommen. Aber ich muss Ihnen Bericht erstatten, bevor ich mich um meine leiblichen Bedürfnisse kümmere. Gestern Vormittag bewaffnete ich mich sicherheitshalber mit dem Jagdgewehr, bevor ich das Labyrinth betrat. Den ersten und zweiten Teil kannte ich inzwischen wie meine Westentasche und mit Hilfe des Codes öffnete ich die verschlossene Tür, die in den dritten Teil des Labyrinths führt. Als die Tür C3 sich öffnete, kniff ich die Augen zusammen. Überall an den Wänden waren Lampen angebracht und verströmten helles, blendendes Licht. Nach einigen Abzweigungen stieß ich auf einen Schalter. Man hörte es hundertfach in allen Gängen klicken und auf einmal erstrahlten die Wände in lilafarbenem Licht. Plötzlich hörte ich hinter mir jemanden atmen. Oder war es ein Lachen? Mit angelegtem Gewehr fuhr ich herum, doch es war niemand zu sehen. Kurz darauf stieß ich auf eine Tür, C1, mit einem Zahlenfeld, die sich nicht öffnen ließ, aber mit Sicherheit in den vierten Bereich des Labyrinths führt. Sie verlangte ein Passwort, aber die Tür über der Tür leuchteten vier Lampen in unterschiedlichen Farben. Bei dem Versuch, den Code zu knacken, hörte ich plötzlich ein Räuspern und zuckte zusammen. Nun, ich vermute, Sie sind der Butler. Ich hatte gehofft, Sie würden sich aus der Sache raushalten. Ich vergieße so ungern unschuldiges Blut. Vor mir stand ein riesiger, breiter, glatzköpfiger Mann in einem purpurroten Anzug und zog einen Mundwinkel zu einem schiefen Grinsen hoch. Er gab einen Wink und bevor ich reagieren konnte, tauchten Männer an meiner Seite auf und rissen mir das nutzlose Gewehr aus der Hand. Darf ich mich vorstellen? Er machte einen grotesken Knicks. Mein Name ist Mr. Red. Vielleicht wissen Sie nichts davon, aber ich habe früher mit Ihrem Boss zusammengearbeitet. Damals nannte er sich Mr. Blue. Das waren noch Zeiten. Plötzlich wurde mir schwarz vor Augen. Und als ich wieder bei Sinnen war, wurde mir bewusst, dass einer seiner Schläger mir den Kolben meines eigenen Gewehres in die Magengrube gerammt hatte. Eine Sekunde später traf mich ein zweiter Schlag im Gesicht und ich taumelte rückwärts gegen die Wand. Ich bin nicht sicher, was dann passierte. Mir war schwindelig und ich hatte das Gefühl, zu Boden zu sinken. Ich glaube, ich habe mich losgerissen und plötzlich rannte ich durch einen Gang nach dem anderen. Irgendjemand lachte und bediente die Lichtschalter. Immer wieder hörte ich dieses nervtötende Klicken und die bunten Lichter flackerten vor meinen Augen. Überall hallten Schritte und Echos von Stimmen durch die Gänge. Irgendwie landete ich in einer Sackgasse, in der ein alter Schreibtisch stand. Ich dachte noch, dass dies der Schreibtisch aus Lady Darlingtons früheren Arbeitszimmer war. Ich kauerte mich unter dem Tisch zusammen und fiel nach wenigen Sekunden in Ohnmacht. Das nächste, an das ich mich erinnere, ist Stille. Kein Klicken, keine Stimmen. Die Lampen leuchteten hell wie am Anfang, als ich das Labyrinth betreten hatte. Meine Taschenuhr war stehen geblieben. Vorsichtig richtete ich mich auf und entdeckte über dem Schreibtisch das Familienwappen. In einer Schreibtischschublade lag ein weiterer USB-Stick und ein Foto von Lady Darlington. Zitternd und wackelig auf den Beinen suchte ich den Weg nach draußen. Immer mit der Angst im Nacken, hinter der nächsten Ecke könnten die Syndikatler mir auflauern. Jetzt sitze ich am Schreibtisch und der Stift fällt mir beinahe aus der Hand. Wie es aussieht, haben die Syndikatler Lord Darlington bislang nicht gefunden. Aber warum haben sie mich nicht getötet? Hoffen sie, dass ich sie zu ihm führe? Die Begegnung mit dem Syndikat führte mir deutlich vor Augen, dass wir Lord Darlington nicht alleine retten können. Ich rief bei der Polizei an, doch als ich das Syndikat erwähnte, sagten die Beamten plötzlich, solange kein Beweis für ein Verbrechen vorliege, seien leider die Hände gebunden. Erbost legte ich den Hörer auf und versorgte die Wunde an meiner Wange. Plötzlich klingelte das Telefon. Eine Frauenstimme sagte leise, »Mr. Stevens, hier spricht Officer Barbara Oldman. Ich habe Ihren Anruf zufällig mit angehört. Meine Kollegen sind entweder feige oder korrupt und daher nicht bereit, gegen das Syndikat vorzugehen. Ich dagegen schon.
Ich werde Ihnen helfen, Lord Darlington aus dem Labyrinth zu holen, die Syndikatler hinter Schloss und Riegel zu bringen. Drei Teile des Labyrinths haben wir geschafft. Jetzt müssen wir in den vierten Bereich gelangen. Ich glaube, bei der Skizze auf der Rückseite des Fotos handelt es sich um eine Anleitung. Die vier Lampen müssen von der Startkombination auf die Zielkombination umgeschaltet werden. Überall im Labyrinth sind Schalter verteilt, durch die jeweils alle Lampen von einer bestimmten Farbe zu einer anderen wechseln. Wir können alle uns zugänglichen Schalter auf dem Weg von C1 zu C3 erreichen. Aber welche Schalter müssen wir in welcher Reihenfolge betätigen, um von der Startkombination der Lampen aus die Zielkombination zu erreichen? Es kann jedenfalls als gesichert gelten, dass zu keinem Zeitpunkt zwei Lampen die gleichen Farben haben dürfen. Das Ergebnis müsste eine Buchstabenkombination sein. Ich vermute nach einem Blick auf die Skizze, dass sie 12 Stellen hat. Ich erwarte Ihre baldige Antwort. Hochachtungsvoll, Arthur Stevens. Ei. Ein Kommentar von meiner Frau dazu war folgendes. Ich erwarte dich in einer Stunde, während, wenn du heulend zu mir angekrochen kommst, um die Lösung zu erfahren. Ei. Ja. Wir sind auch schon dabei und schreiben uns die Buchstaben, die im Labyrinth versteckt sind, gerade auf. Und den Weg so zu laufen, ist eigentlich relativ einfach, weil ich habe da schon mal geguckt, welche Wege wir gehen müssen. Also links, rechts technisch, so wie letztes Mal. Mhm. Und von C1 zu C3 zu gelangen, ist eigentlich... Ja, red mal kurz weiter oder warte kurz, ich kriege einen Anruf. Wie gesagt, das dürfte eigentlich nicht so schlimm werden, weil ja, es sind Gänge da. Es ist keine Wand davor unbedingt, die einen großflächig aufhält. Man könnte eigentlich durchlaufen. Das Groß, Problem, das Problem, was ich sehe, Jack, ist einfach, dass da wir keine Lampe haben dürfen, die gleichzeitig dieselbe Farbe haben dürfen. Das wird die Schwierigkeit werden. Ja, ich sehe hier nur das, die Karte von Teil 3 und da ist nichts Farbiges bisher zu sehen. Aber ich denke, es kommt. Wäre zu einfach. Wir haben ja auch noch so eine Karte, so eine Broschüre. Also die Skizze meine ich jetzt. Die haben wir ja auch noch da liegen. Die muss der Michelle uns dann gleich mal zeigen. Und da sind auch, glaube ich, Farben drauf. Dann könnte es höchstens ein Teil sein, was zum Beispiel farbüberdeckend ist. Sprich, wenn man rot vor Augen hält, dass man dann zum Beispiel ein rotes nicht wahrnimmt. Nee. Also das kann es nicht sein. Da ist nichts Durchsichtiges an der Karte, an der Originalkarte. Das kann es also nicht sein. Ich meine jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel, es gibt ja diese Rätselteile mit verschlüsselten Farbkombi. Das gab es mal in alten Heften von verschiedenen Jugendanbietern, sage ich jetzt mal, ohne Werbung zu machen. Da gab es sowas wie einen Detektor. Das ist dann eine rote Folie gewesen, die du dann vor Augen gehalten hast. Ja, ich sehe es gerade. Die du dann vor Augen gehalten hast und dann kann man unter einem rot kodierten Strichcode einen Buchstaben zum Beispiel erkennen. Ja, aber das aber ist hier nicht so, weil die Karte ist an keiner Stelle durchsichtig. Ja. Also die Originalkarte. So, ich habe euch die jetzt mal umgedreht, das Foto. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Wie ist das heute bei euch? Ja, doch, wir sehen's. Kriegt ihr heute den Tisch wir angezeigt? Ja, vollständig auch die Schriften, wir können das super. Alles sehen. Wunderbar. Wir konnten auch schon vergrößern. Wenn mal was klappt, dann klappt mal was. Hauptsache, der Rest klappt so gut. Ja. Also, meine Frau hat jetzt ungefähr eine halbe Stunde gebraucht. Die ist jetzt fertig, oder was? Ja. Die hat's gelöst. Okay. Wie gesagt, die hat gerade schon gesagt, sie erwartet mich in einer Stunde, wenn ich heulend zu ihr ankomme, um die Lösung zu erfahren. Okay, damit ich auch genug Tränen habe zum Heulen, gehe ich mir kurz noch was zu trinken holen. Mach das. Ach nee, Leute. Ich glaube, der Gehche hätte schon eine Schnapsflasche am Hals. Ja, ich glaube, das wird heute nicht ganz so einfach, wie wir uns das gerade vorstellen.
Schauen wir Im erstmal. Endeffekt jetzt erstmal von P3 bis. Genau. Ich weiß nicht, ob wir das können oder ob ihr das. Was? Den Weg zeichnen. In der Theorie könnt ihr das auch, aber ich weiß gerade nicht, wo genau der Stift ist. Ach so. Weil den ersten Schalter, den wir da haben, das wäre ein B. Also wir können rein theoretisch zeichnen. Boah, In es der fehlt eine Theorie, wenn erste du den Buchstabe, Stift ist ein findest, B. schon. Und ein B ist gelb, sprich So hat B denn. ist gelb für grün. Ja, es funktioniert. Achso, ihr zeichnet schon, okay. Dann du zeichnest rückwärts, aber. Nein, wir müssen von C3 zu C1. Ich dachte von. Nein, C3 zu C1. Achso, na gut. Dann ist das erste ein D. Den ersten Schalter, also die ersten Buchstaben. Ein Dann. D. Okay. Ein D ist dann zu rot. Wird von lila zu rot. Dann zeichne den Kleiner Weg erstmal. Mist-Maus-Taste. Kriegt er das hin? Ja, Oder er soll. ist hin. Ich bin mit der Maus nur weggerutscht. Okay. Deshalb am besten an jeder Weiter. Biegung absetzen einmal. Dann löscht er hinterher nur den. Ja. So, das nächste wäre der Buchstabe F. Ja, warte doch, man lass mir das mal Das zeichnen. wäre weiß zu Lass lila. sie doch jetzt erstmal zeichnen und dann machen wir das so wie letzte Mal. Jack ist wieder ungeduldig heute. Ja, ich brenne drauf, ich bin heiß. Dann hier unten rum. Ja, das ist jetzt die Frage, wo du jetzt hin musst, ne? Wir können zweifach lang, ne? Wir können auch hier oben lang. Ja, das könnten wir auch, aber es wäre zu einfach. Aber wir gehen dann den einfachen Weg Was jetzt. für Buchstaben der geht. Genau. Insgesamt, glaube ich, waren es 12 Buchstaben, habe ich irgendwie im Gedächtnis. Wie was? Okay, heute habe ich keine Arbeit, die beiden machen gerade schon. Ja, also 12 Buchstaben, genau, Jack. Das ist richtig. Ja, von da aus sind zwei Wege. Die sind Ja, voll von da dabei. aus. So, Jungs. Es gibt zwei Wege, die wir jetzt gehen können, von der Stelle aus. Müssen wir durch die Mitte auch durch oder müssen wir einfach nur die Gänge? Wir müssen halt gucken, dass zum Beispiel auch nicht zwei Lampen gleichzeitig irgendwie die Die gleiche gleiche Farbe Farbe haben. haben. Ne? Darauf müsst ihr auch achten. Also war es dann auf einmal doch schon gut, dass ich mir die Farbe angeguckt habe, wie gelb zu grün und grün zu rot und so weiter und so. Genau. Gut, dann. Und danach müsst ihr jetzt entscheiden, wo wir hergehen. Dann gucken wir, dann schreibt schon mal bitte auf, welche Buchstaben wir haben und gleichzeitig auch die Farbe. Du siehst ja immer hier, Ja, ich das ist weiß. so weiß mit D. D wird von lila zu rot. Gut, dann haben wir F. Das ist weiß zu lila. Dann haben wir das G. Da ist weiß zu blau, müsste das sein. Ja. Dann müssen wir dann gucken, wenn wir denn jetzt noch weitere Buchstaben haben müssen, dann müssten wir zum Beispiel hier noch Wir durchlaufen. hätten was. Ja, Also hier weiter das. das stimmt. Das I würde zu weiß. Aber wenn wir jetzt hier rumlaufen, dann haben wir hier noch ein J. Ja, dann kommst du aber nicht mehr weiter. Eben, dann müssten wir da zurücklaufen. Aber ein Labyrinth lebt ja davon, dass man auch zurückläuft. Ja. Dann laufen wir da lang, genau. Weil da müssen wir dann vielleicht noch. Wenn wir hier zurücklaufen, dann kommen wir nämlich hier auch wieder zurück. Und wenn nicht, dann müssen wir hier lang. Und dann müssten wir hier hoch. Oder da hoch. Da können wir gucken. Ne, hier läuft es im Kreis. Ja gut, dann haben wir Kreislauf. Dann musst du jetzt hier lang. Jack hat Und das führt Kreislauf uns und zu diesem einem A. A. Und das A wird A grün wird zu zu. weiß. Jetzt haben wir aber schon Überschneidung, weil I wird von
gibt. Dürfen wir keine zwei Schritte. Gut, dann löscht du den letzten Schritt, dann laufen wir woanders hin. Dann müssen wir immer im Kreis laufen. Dann müssen wir da lang laufen. Oder wir müssen hier oben rumlaufen. Nein, und dann so. Ja, ein Labyrinth. Im Labyrinth wieder. Doch klar, wenn man die falsche Abbiegung genommen hat, dann müssen wir wieder zurücklaufen. Ja, aber das macht ja keinen Sinn, oder? Oder? Ja, keine Ahnung. Macht normal nicht, aber. Ja, dann lauf mal drunter das. Ah, das wird von Grund. Ja, wir sind noch nicht. Ach so. Gehen gar nicht beim A lang. Ja, gehen beim B lang. Ja, das ist ja schon beim Ausgang. Da wären wir auf C1. Aber hier ist noch das B, das müssen wir noch aufschreiben, das ist dann gelb zu grün. Und wir grün nicht auch schon mal? Nein, hatten wir noch nicht. Okay. So, dann hätten wir schon mal ein paar dann Buchstaben. Die. Rot, lila, blau. Aber ich denke mal, weil hier noch mehrere Buchstaben sind, müssen Nein, wir auch noch. Ich kann rechnen, du gehst jetzt hier drei rein. Ja. So, und du kommst an D vorbei. Du kommst. Ja, ich weiß, ich verstehe. Du kommst ja gar nicht an E vorbei, ab C, da kommst du nicht dran vorbei. Du sollst ja nur die Schalter drücken, wo du vorbeikommst. Ja, gut, dann haben wir schon mal. Denk nicht wieder so zu kompliziert. Dann wären wir jetzt schon mal beim Ausgang. Aber wir brauchen 12 Stück, oder? So wie ich das. Oder wie war das jetzt? Wie viele Buchstaben haben wir und welches Wort kommt dann daraus? Buchstaben haben wir jetzt D. F. Rot, lila, blau. Eben. Aber das ist noch ein bisschen wenig. Wie. Das ergibt doch keinen Sinn. Deswegen ja. Du kannst ja alle Buchstaben. Du kannst aber das machen, was ich eben schon vorgeschlagen habe. Du kannst hier mal alle Buchstaben hier zusammen aufschreiben, die generell da sind. Da könnten wir auch schon ein Wort draufgeben. Muss man denn alle Schalter gedrückt haben? Ich meine nein. Wir müssen ja also ich würde sagen, wie viele man Schalter muss ja haben mindestens. Wie viele Buchstaben haben wir denn da drin stehen? Moment. Eins, zwei, drei. Ja gut, die zählt schon. Schneller als ich. Vier. Okay, in der Zeit ist dann auch noch geschafft. Zehn. Zehn. Und dann haben wir garantiert eine Doppelung drin. Weil wir 12 brauchen. Wenigstens Doppelungen müssen wir drin haben. Bei 10 Buchstaben und 12 werden gebraucht. So wie ich gesagt habe. Man muss auch im Labyrinth auch mal zurückgehen, da kommt man nämlich an einen Teil wieder vorbei. Und das wird dann die Doppelung sein. Also, entweder das oder wir denken gerade viel zu kompliziert mal wieder. Oh. Ja, also wir haben zehn Schalter. Und wir brauchen 12 Buchstaben. Das macht für mich gerade keinen Sinn. Wir müssen aber bedenken, wir haben Doppelung bei den Farben. Wir haben zum Beispiel zweimal rot, zweimal lila, zweimal blau, zweimal weiß. Aber nur ein gelb am Ende, sprich grün zu. Ich habe jetzt erstmal die Zu-Schalter gesprochen. Die Zu-Farben. Okay. Und das ist ein bisschen das, was mich stutzig macht, da wir nur einen gelben dabei haben. Ja, aber es dürfen ja auch keine doppelten Farben drin sein. Das ist ja das, was mich gerade ein bisschen stutzig macht. Mit einer Zahl, die nicht öffnet, aber mit Sicherheit in der vierten Bereich des Labyrinths. Sie verlangte ein Passwort, über der Tür leuchteten vier Lampen in unterschiedlichen Farben. Ja. Das heißt nicht 12, das heißt wir brauchen 4 Farben. Ja, aber der Code muss zwölfstellig sein. Der Code muss zwölfstellig sein. Ja. Und dafür haben wir auch die verschiedenen Buchstaben halt. Und dann gibt es, wie gesagt, noch die Farbkombinationen. Zum Beispiel Rot und Gelb und solche Sachen. Oder Gelb und Blau. Oder die Grün und so. Ne? Gelb und Grün macht ja Blau. Also ergibt die Farbe Blau, um so zu sagen. Und das könnte natürlich hinweisen, dass wir zum Beispiel Schalter grün, sprich B, und Schalter J, das ergibt zusammen eine andere Farbe, und zwar die Farbe
Nee, blau, also H oder G. Soll ich euch mal die Und kleine Rätselhilfe geben? gerne, kannst du machen, schon Also. Student. Schon ein Knoten im Kopf? Schaut als erstes nach, welche der Buchstaben ihr auf dem Weg von C3 nach C1 ihr überhaupt erreichen könnt. Nebenwege sind erlaubt, aber Wände stellen selbstverständlich ein Hindernis dar. Streicht die Buchstaben auf der Postkarte durch, die nicht erreichbar sind. Dann schaut, wie ihr mit dem zur Verfügung stehenden Farbwechseln von der Start- zur Zielkombination gelangt und tragt bei jedem Schritt den entsprechenden Buchstaben neben die Kombination ein. Wichtig: In jeder der Reihen bestehend aus vier Farben darf eine Farbe nur jeweils einmal vorkommen. Ja, müssen wir jetzt mal die Postkarte umdrehen und da sind ja die Sachen vermerkt und das ist der Das ist doch Buchstabe. falsch. Ja, weil das sind Und dann ja nicht schon. genug Umriss. Ja, guck mal, wir haben doch schon die Buchstaben D, G, B. Das sind schon mal vier Sachen. Das hätten wir doch dann schon. Ja, deswegen, wir haben vier Buchstaben. Wir haben Rot, also D für Rot, F für Lila, G für Blau und B. Dass wir die Buchstaben schon mal durchstreichen, dann fallen die schon mal weg. Nee, du sollst ja die wegstreichen, die du nicht erreichen kannst. Ach so. Dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, welchen wir erreichen. Das ist schon mal gut. Also nicht erreichen könnten wir, glaube ich, gucke mal eben so im Finger so. Tief bei nach Schnauze. Das E. Das E könnten wir wegstreichen. Das H könnten wir wegstreichen. Das erreichen wir auch nicht. J. Genau. Das J könnten wir nicht erreichen. Das C. Das H. Habe ich. Okay. Das hast du ja das E hin, ne? Gut, dann haben wir jetzt schon mal die durchgestrichen, die wir nicht erreichen können. Gibt es noch in dem Bereich hier irgendwie? Doch, wenn wir hier durchgehen, guck, dann können wir das wieder erreichen. Dann könnten wir hingehen. Nebenwege sind ja auch erlaubt, von daher wird das mit dem B auf jeden Fall funktionieren. Ja, weil das ist ja auch hier, wenn man im Labyrinth hier weitergeht, dann könnte man ja einmal hier halb Okay, um dann könnten wir Pöttchen das I rumlatschen. auch. Ja, und das J auch. Das können wir erreichen. Dann lass die mal wieder rein. Weil wenn wir hier unten durchgehen, dann könnten wir I, J erreichen. Ja, das können Ne, ihr wir müsst erreichen. jetzt Dann gucken, fällt ob das ja der auch Weg, schon den ihr da aufgezeichnet habt, überhaupt noch raus. der richtige ist, ne? Ja, wir können ja, können wir die Stiftfarbe auch ändern? So als Bonus-Zuwege. Könnt ihr ja. Gut, dann guck mal hier, Farbe. Dann macht da mal noch ein Orange oder ein Blau, genau. Oder macht Gelb. Gelb, Schwarz hat gestern Nee, gewonnen, da glaube kann man ich. Gelb nicht. Ja, hat er genommen. Nee, das weiß Ist auch eine schöne Farbe. man. Das Weiß ist das schöne Blau, okay. Und dann. Ist das wieder rot? Nein, ist das Das war Gelb. der. So, das ist jetzt Zweitweg. der Zweitweg. Hier unten, geh am besten hier unten an, damit wir es auch wirklich sehen. Hier unten kommen wir eh wieder raus. So, das ist dann. Genau. Also der Finger Ja, habe ich schon. Oder dann mache ich es nicht. Wir hätten gesagt, nicht weil ich einfach lieb bin. kreisen. Ja, damit wir auch wissen, wir kommen zum J. Dann wäre es der gleiche. Ja, dann wäre es der gleiche Weg. Also musst du hier auch nochmal durchziehen zum A, dass wir wissen, das sind wirklich die 100% die Gänge, die wir betreten können. Lasse bitte farbig markieren, nachher übersehen wir was. Dass ich da irgendwie eine Mauer oder einen Durchgang vielleicht im ganzen Schloss übersehen habe. Ah, jetzt machst du schon. Na gut. Ja. Da ist dann die Bonus-Burnus-Ausfahrt. Zum Kreis. Dann umkreis mal.
nicht so schön aus. Wir kriegen hier auch keinen Schönheitspreis angesetzt. Moment, jetzt ist F. Dann haben wir hier das I. Ja, das zeigt mir auch an, weil da kommen wir auch dran, wenn wir. Du hast halt G vergessen, ne? Ja, das macht's. Ja. Ah, guck mal, jetzt hat's ja meinen Preis. Willst du das dir dann hier auch noch? Ja. Dann haben wir das alles schön und gründlich markiert. Ja, deswegen sage ich ja, geh mit dem blauen Stift mal woanders lang. Dass wir auch wirklich sehen, welche Wege können wir nehmen und welche können wir nicht nehmen. Genau. Ich mache Kreiszeichen. So halb immer da drin. Ja, dann macht professionell es auch. Jetzt muss ich. Ach, das ist okay, ich sag nichts. Ja, die anderen sind ja gut, dann gucke ich jetzt nochmal, ob wir nicht hier irgendwo noch einen Weg finden. Nee, das ist alles okay. Also die Buchstaben, die wir definitiv nicht erreichen werden, sind das E, das H und das C. So, jetzt wissen wir auch schon, welche Buchstaben wir nicht erreichen. Da kommen wir nicht weder durch ihr Wege noch sonst was. Außer wir nehmen Vorschlaghammer und kloppen die Mauer durch. Und das machen aber wir das nicht. Aber das dürfen wir ja nicht. Eben deswegen, ja. Und eine Leiter zum Obersteiger auch nicht. Also an 7 Buchstaben kommen wir dran. 7 ist schon mal gut. Da kann man eventuell eine Buchstabendoppelung nehmen. So, und die anderen sollst du ja irgendwie wegstreichen, ne? Also die, wo du nicht drankommst, sollst du ja hier wegstreichen, ne? Ja, das wäre das E-H-C. Hier in der Liste. Ja. Warte mal. Womit streichen wir die denn weg? Mit welcher Farbe? Nehmen weiß. Okay, warte. Nehmen weiß. Erinnert mich so ein bisschen an die ostfriesische Kriegsflagge. Weißer Adler auf weißem Hintergrund. So, welche wandert jetzt? E. Ja. H. Hallo? Und C. Ach so, ja, warte mal, ich muss die wieder festsetzen hier. Oh. Oh, fuck. Warte mal, scheiße. Ich kann es gerne machen. So, da müsste es wieder sein. Da ist es wieder. Oh. Oh. Oh Gott. Was hast du gemacht? Ich habe aus Versehen mal alles gelöscht, was die anderen auch gezeichnet haben. Ich dachte, das gilt nur für das, was ich zeichne. Ne? Und habe dann mal munter alles gelöscht. Oh. So. Oh nein! Aber ist er wieder da? Ist er wieder? So, also E war das, ne? Richtig. E H. E. Irgendwie kriegst du es nicht weggemalt. Irgendwie nicht, ne? Oh bloß. Ist er nicht schon mal wissen? Wenn nicht, müssen wir gucken, was für Buchstaben da sonst irgendwie sind. Und dann können wir uns dann da durchklicken. Vielleicht, wenn es eine Buchstaben-Kombi ist, dann kann man die vielleicht schon erlesen. Ich hab den Schalter angemacht. Bitte? Ich hab wieder den Schalter angemacht. Ach so. Oh Mann. Ich glaube, das ist heute definitiv der Endgegner. Na, also die Karte kann ich irgendwie nicht anmalen. Ich weiß auch nicht warum. Ja, weil es eine Karte ist. Bescheuert. Wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Dann haben wir denn da irgendwie eine Liste, wo wir jetzt. Ist das schon das mit den Buchstaben, was wir dann. Ja. Gut, dann müssen wir aus den Buchstaben, die wir jetzt haben und die wir erreichen können, versuchen, ein Wort zusammenzustellen, denke ich mal. Stimmt's? Ja, mit 12 Buchstaben.
Obwohl wir nur 7 haben. Ja, das ist das, was mich gerade irritiert. Und irgendwie müssen wir mit diesen Farbkombinationen hier arbeiten. Wir haben ja eine Startkombination und eine Zielkombination. Und die Farben müssen ja irgendwie so wechseln, dass du hinterher die richtigen Kombinationen hast. Also du hast ja immer noch ein. Ne, du kannst ja zum Beispiel gelb ändert ja dann die Farbe in eine bestimmte andere Farbe, wenn du einen bestimmten Schalter drückst. In Lila. Du musst ja, hinterher bei der Zielkombination wahrscheinlich ankommen. Irgendwie so. Ja, und im Hinterkopf habe ich immer noch, dass man durch 2 verschiedene Farben eine dritte Farbe kombinieren kann. Was? Zum Beispiel blau, rot gleich lila und gelb, blau gleich grün. Was? Ja, gut, recht hatte, aber welche Zielkombination haben wir denn? Ich hab's ja leider nicht vor mir. Also die Zielkombination, ist lila, blau, rot, gelb. Weiß. Nee, das ist gelb, fahr mal näher ran. Sieht für mich nach gelb aus. Warte, aber ist okay, wenn du sagst weiß, dann ist das weiß. Warte mal. Nicht, dass ich ja, den das jetzt weiß angemalt habe, ne? Naja, nee, nee, ist alles okay. Aber das müsste gelb sein, glaube ich. Das müsste gelb sein. Also ich meine auch gelb, aber es sieht nach weiß aus. Eigentlich immer weiß. Aber ich meine, es wäre auch gelb. Jetzt ist mein Telefon weg. Wo ist mein Telefon jetzt? Okay. Auf jeden Fall die Buchstaben, das wären schon mal ein F. Das ergibt ein Lila. Das ist G. Nee, die Startkombination ist rot gelb, ist ro, gelb, lila, weiß, rot. Das ist die Start. Ja, aber ich gucke gerade bei den Zielkombinationen. Es gibt hier das ECH, was wir weg haben. Und die können wir dann ja wohl nicht benutzen. Deswegen wäre das erste, das wäre das D, das nee, das ist das F. Das ergibt nämlich von weiß auf lila. Dann das blaue, das ist das G, weil das H ist heraus, meine ich. Und das C, das ist weiß bis gelb, das wäre dann zum Beispiel A oder J. So, und jetzt müssen wir nochmal gucken, wie wir das dann hindeichsen. Jetzt weiß ich, worauf der Jack hinaus will und Unrecht hat er damit nicht, aber ich glaube, so werden wir, glaube ich, nicht weiterkommen. Aber das ist, glaube ich, nicht weiß, das ist, glaube ich, beige, oder? Beige. Beige, ja, es kann sein, dass beige ist. Da müssen wir gucken, ob A beige ergibt oder I beige ergibt. Und das F könnte dann auf der Zahlenkombi auch beige sein, das C und das G. Also müssen wir da mal gucken, bei den Dingen, dass wir da mal ganz genau dran fahren, hochfahren, ob das dann jetzt irgendwie beige ergibt. Ob das beige ist. Weil weiß auf beige zu erkennen ist ein bisschen, möchte jetzt nicht bescheiden sein, aber beschissen kommt hin. Ja, das ist beige. Eindeutig. Okay. Wenn du jetzt nicht so viel wackelst, kann ich auch hier mal erkennen, ob das F oder das G ja, das ist beige F. ist. Ja, gut. Oh, okay. Michel, jetzt hast du den Tisch angemalt. Genau. Naja, mein Gott. Ich wollte ja nur gucken, ob ich die Karte wirklich nicht anmalen kann, aber kann ich nicht. Okay. Dann wissen wir auf jeden Fall, dass das dann beige ist. Beige ist dann auch zweimal vertreten im I und im A. So, das sind dann unsere Farbsachen. Und dann müssen wir in der Farbkarte dann, wie gesagt, reinschreiben, was wir wann wo erreichen. Jan? Hm? Die Karte kann man aber jetzt nicht irgendwie als Spielbrett irgendwie umwandeln oder so, ne? Nee. Okay. Gut. Ich überlege gerade, ob du. Warte mal. Du. Ja. Ich überlege gerade. Warte mal eben. Gib mir mal 2 Sekunden. Macht ihr mal ruhig schon mal weiter. Ich überlege gerade mal eben. Joa. So, die Startkombination. Wird der Start jetzt gleichzeitig benutzt, dass wir da Nein. die erste Farbe eintragen müssen? Nein, wir sollen doch 12. Deswegen ja.
Das ist. Weil sonst hätte ich nämlich gesagt, dann müssen wir nochmal aufzeichnen, den Weg der Farben von Start, von der Startkombination bis zur Zielkombination. Sprich, da wo es B ist, das sind dann die ganzen Sachen. Dann müssen wir zum Beispiel, da ist ja ein extra Bindestrich hinzu, zu der Ab, ich sage jetzt mal durch den Trennstrich, durch den langen Strich getrennten Buchstaben Legende, sprich B, C, D und so weiter und so fort. A, B, C, D. Dass wir dann da reinschreiben. Ja, du schreibst schon auf, das ist gut. Engelchen zeichnet das hier schon mal auf. Das ist mal sehr löblich. Sehr gut. Dann kannst du dann nämlich dann direkt eintragen, der nächste Schritt von der Startkombination. Als erstes erreichen wir nämlich das. Dann müssen wir praktisch in den ersten Teil die Farbe Ich denke, das einsetzen. ist B schon bei Schatten. Ja, von mir aus. Und F wird lila. Also das erste ist dann lila. Den ersten Punkt, den wir hier erreichen. Ja, ist lila. Genau. Ich hab's hier. Ja, das ist Du kannst da gut. drauf nicht. Das weiß ich selber. Das weiß ich selber. Nee, das, nee, falsch. Ach, das erste wäre Das D. erste ist D. Das ist D, nicht F. D. Das Michelle, wäre kurze gut. Frage. Hast du OneDrive im Hintergrund offen? OneDrive, Dann F. ja, wieso? D. Pass auf, dann kannst du die Karte selbst zu einem Spielbrett zwar nicht umwandeln, aber Du musst machen. einen tiefer. Okay, warte, Oder willst du die beiden also. Ich hoffe, erhalten, wie das zum klappt Beispiel die wir jetzt. drücken und die wir erreichen? Nein, das ist mit dem. Ach so. Und dann haben Ich hoffe, das klappt. Also jetzt, Lina. Und jetzt ist dann wieder die Frage. Eva. Müssen wir. Ja, das ist auch schön. Müssen wir dann gleichzeitig sagen G und dann den Buchstaben Wo finde ich die denn blau? hier? Das kommt doch. Du machst Das ist ja Folgendes: Du weiß. gehst im Tabletop-Simulator auf Objekte. Nein, Auf Objekte. welcher Ordner? Wo finde ich die Karte jetzt? Oder was? Ja, das ist erstmal Ja, einfach, nein, du aber das kannst sie ist sehr gut. direkt in OneDrive anwählen, aber wenn du die erst runterladen willst, das Nee, ist nee, im alles Ordner. gut. Dann, okay, warte. So, was mache ich jetzt? Das ist aber trotzdem vorgemerkt. Hallo? Du gehst Ja. auf Objekte. Ja. Dann geht ja so ein Menü an der Seite auf. Ja. Da gehst du auf Komponente. Ja. Dann auf Jungs, Benutzer wir haben hier definiert. ein Also Problem. nicht auf Bretter. Ja, kannst du auch machen, aber Benutzer definiert, dann hast du direkt das benutzerdefinierte Brett. Warte mal, Ja, dann Benutzer finde definiert, wo ich finde noch. ich das? Benutzer definiert, Alter. Ja. Und jetzt? Dann gehst du auf Das Bretter. wäre eh nichts drin. Also auf Brett. Wäre lächerlich. Tafel, Würfel, Karte, Dach. Müsste das erste links oben sein. Tafel steht da. Okay, dann nimm. Ja, dann mache ich das immer als Tafel. Entschuldigung. Aha. Dann. So, und jetzt habe ich irgendwie eine Und das. Spielfigur hier, oder was? Ja, die musst du dann irgendwo auf den Tisch legen mit einem Rechtsklick. Mit einem Rechtsklick. Ja. Ist das was? Jetzt bin ich Das wieder raus. wird Du meinst jetzt mit einem erst was Linksklick. werden. Ja, Entschuldigung, und dann den Rechtsklick, Das wird um wohl den zu okay. bestätigen. Ja, So. sorry. So, und jetzt habe Und ich dann geht da ja nochmal ein Fenster auf. Bild. Jetzt will der irgendein Oh, Bild Bundes. haben. Genau, da gehst du dann jetzt auf den Ordner Dann müssen wir. rechts. Dann machst du deinen OneDrive-Ordner auf, gehst auf Transfer. Ja. Dann gehst du auf Crime. Rein. Ist nur am Ziel. Ja. Das wird irgendeine Bedeutung haben. Geheime Labyrinth. Aber Rechtschreibung muss man nochmal üben. Ja, weiter. Ja, und dann Brief 3. Dann, nee, dann auf Mai. Ja.
Und dann auf Brief 3. Ja. Ah, da. Und jetzt musst du mir mal kurz sagen, wie die beschriftet sind. Da sind, müsste Brief sein. Auf jeden Fall. Dann wählst jetzt du das Bild aus, mir, was. Jetzt will er von mir hier irgendwie Wolke oder Lokal? Ach so, Cloud. Cloud. Also die Wolke. So, und dann musst du auf Importieren gehen. Importieren. Aha. Wunderbar. So, und dann könnten wir das jetzt anstatt dem anderen benutzen, ne? Ja. So, dann kann ich das jetzt wieder zumachen hier. Wie das A. Das A haben nee, wir. Ey! Den also Zettel hier will ich gar nicht. Wir, rein. Wir kommen wohl B. Ach so. Nur zweimal erreicht. So. Mein Gott. So. So, dann nehmen wir die Karte mal eben da weg hier. Dann können wir die andere nämlich gleich anmalen. Das ist doch nett, oder? Auf jeden Fall. So. So, du kommst mal so weg. Schön, ich noch nie habe gesehen, wird Sergei sagen. So, mal gucken. Ein bisschen kleiner. Ein bisschen. So. Wunderbar. Wunderbar. Zur Not malen wir das Ding jetzt an und dann machst du. So, jetzt muss ich das Ding nur noch feststellen. Und dann können wir da drauf malen. So. Wunderbar. So. So, jetzt versuche ich nochmal das E. Ach mein Gott, ja, ist ja nett. So. Das E in weiß. Oder mit Schwarz durchzustreichen. E. Jawohl. So. E ist raus. Was war das jetzt noch? A und C. A und C. H. H wie Horst. Also was jetzt? H. H wie Havix. Horst. Okay. Der Horst ist raus. Der Hoeker ist raus. Also A nicht. Nein, genau. A ist drin. Und C. So. Wunder, wunderbar. Wunderbar. So. So, dann wissen wir schon mal, dass Hoeker raus ist. Ja. So, wir haben auch schon mal ein bisschen weitergemacht. Wir kommen an zwei Buchstaben nicht direkt vorbei, sondern nur höchstens über Umwege. Ja, Umwege dürfen wir ja machen. Ja. Aber wir müssen ja jetzt erstmal Kombination für Kombination machen, ne? Irgendwie. Ja, kommen wir nicht vorbei. So, wir haben uns aber auch schon mal aufgeschrieben, die Sachen, die wir auf jeden Fall vorbeikommen als erstes. Und dann müssen wir gucken, dass wir dann die anderen dazwischen schieben, wenn es nicht anders geht mit den Abzweigungssachen. Und auf jeden Fall das erste ist das D, was wir haben. Mhm. Und D ist lila zu rot. Wieder D, warte mal, der D. Warte mal, von C. Okay. Du musst nach links. Von links. Von hier. Ich hab mal unsere Maus da. Schwarz. Genau da. Da siehst du es jetzt. Was sehe ich wo jetzt? Ja, da wo die Maus, naja. Wo unser Kuso. Ich bin gerade nur hart verwirrt, aber okay. Warum bist du denn verwirrt? Weil ich es ja nicht lassen konnte und weitergelesen habe.
Weil ihr sagt denn, der erste Schalter ist D, ne? Ist das D. Das erste so, ist D. Weil hier steht. Lila zu Rot. Hier steht, der erste Schritt von der Startkombination aus. Ihr betätigt den Schalter B, sodass das Gelbe auf ein grünes Licht wechselt. Die Farbkombination lautet dann Grün, Violett, Beige, Rot. Wir kommen aber gar nicht bei B raus. B ist die erste Wand. C3 an. Wir fangen aber bei C3 an. Ja, C3. Ich kann dir nur sagen, was in der Rätselhilfe drin steht. Und deshalb frage ich mich gerade, gehen wir gerade vielleicht von C1 los? Also gehen wir rückwärts? Gut, dann das kann natürlich sein. Genau, das ist klar, weil er geht ja auch rückwärts. Er geht ja auch von der Tür weg. Ja, müssen wir von hinten da nach vorne. Er geht ja im Prinzip von der Tür weg. Heißt also. Ja, machen wir das rückwärts. Ja, okay. Dann gehen wir alles rückwärts, ist ja kein Problem. Wir haben den Weg. Ne, der erste Schalter ist dann hier. Dann müssen wir jetzt den roten Farbzug einfach rückwärts verfolgen. Ist ja kein Beinbruch. Okay. Das ist das, wie ich zuerst gehen wollte, praktisch. Nein, er ist den Weg. Ja, ich wurde jetzt zuerst. Und zwar, der ist den Weg schon zu. Hat den Schalter schon betätigt, es ging alle Lichter an und an der Tür C1 ist ja niedergeschlagen. Oder zusammengeschlagen worden, wie auch immer. Dann gingen die Lichter wieder aus. Kurzzeitig. Ja, aber dann geht er ja zurück, um uns zu schreiben. Also müssen wir von C1 hoch zu C3. Ja, den Weg haben wir ja schon. Den haben wir schon aufgezeichnet. Das ist ja kein Problem. Wir haben ja komplett markiert. Wir haben den schnellen Weg in Rot genommen und den Bonusweg. Ja, an J kommen wir da nicht vorbei. Außer wir gehen einmal im Labyrinth unten rum verkehren. Aber Nebendinger sind ja erlaubt. Ja, aber J würde keinen Sinn machen. Aber dann gehen wir doch schon mal in die erste Reihe. Können wir ja schon mal schreiben, B, ne? Genau, ja, B ist das erste. So, B. Dann schrammeln wir runter. So, dann mal. So. Nee, du musst von blauen Weg. Wie war jetzt nochmal die Farbkombination, Jan? Hast du dir die gemerkt? Grün, ne? Gelb zu grün. Gelb zu grün. Genau. So, also jetzt wissen wir nur nicht. Wenn er den ersten Schalter gemacht hat, steht da drin, ob der nach links oder nach rechts geht. Warte. Genau, guck du mal nach, Engelchen. Weil wenn er den, dann haben wir nämlich zwei Wege. Da haben wir eine kann er links oder rechts. Und das ist ja schon unterstrichen mit den Farben. Aber wir müssen nicht, geht er nach links oder nach rechts? Im purpurnen Anzug. Die Farbe Purpur kann sich durch Lichteinfluss hier auch verändern. Aber davon steht ja nichts drin. Deswegen ja. Und der gute Typ heißt Mr. Red. Wenn das nicht mal versteckter Hinweis ist. Wahrscheinlich. Ja, nein, Mr. Red will uns doch umbringen, weil wir doch beim Fall hier von dem, als wir da durch die Stadt getourt sind, mit dem Rat des Schicksals. Da haben wir doch zuletzt von ihm einen Brief gekriegt. Hier, in Sekunden Ohnmacht. Das nächste, erinnern können. Weil kann ich jetzt nicht rauslesen,
ob er erst nach links oder nach rechts gegangen ist. Beim Labyrinth gibt es an der Stelle zwei Wege. Er kann einmal nach links gehen, einmal nach rechts gehen. Und da sind dann weitere Buchstaben, auf die er zuerst treffen kann. Da müssen wir nur gucken, auf welche beiden Buchstaben trifft er als erstes. Welche Farben drückt er als? Das ist nämlich dann das, was wir jetzt als nächstes rauskriegen müssen. Weil er kann ein Wenn er danach geht und wenn er den anderen Weg geht, ist das G das nächste. Entweder I oder G. Das sind. Mehr Sinn machen wird für mich das I gerade. Deswegen, ja, für mich macht das mehr Sinn, weil da kommt er als erstes. Wenn er Ja. von C1 da hochläuft zu C3. Eben. Dann merken wir uns mal das I. Und das I ist gelb zu beige. Ja, gut, beige lassen wir einfach weiß. Das kriege ich hier jetzt nicht eingestellt als Farbe. Ja, ist in Ordnung, wissen wir es auf jeden Fall. Und von da aus wäre dann die nächste Farbe, sprich der nächste Buchstabe, das G. Weil er läuft dann ja daher. Warte. Ich Was mach dir klappt bei Worte. dem B? Los. Also der nächste wäre G, oder was? Als nächstes wäre I. das, ja, jetzt als Ja, nächstes das ist ist das S. I, genau. Und danach kommt das G. Das ist nämlich dann wieder der Originalweg zum Ausgang. Also I, jetzt als nächstes. Ja. Nach dem A, wo wir jetzt das erste treffen, oder warte mal, Was wo wir A? jetzt das B war das erste. Ja, Erst war B. das B. Genau. Dann runter, dann gehen wir runter zum I. Danach das G. Ja, an A kommen wir höchstens hier dran vorbei, wenn wir hier zurücklaufen. Aber das ist nicht der Aber ein A direkte macht Weg. da keinen Sinn. Ja, das Ja, meinte ja deswegen, hier, ja, genau, ich das komme meinten wir ja jetzt. auch. Das wäre das nächste, wäre das I und danach das G wie Gustav. Und das G ist beige zu blau. Silberfuchs sagt: So, Kommt mir hier. das nur so vor oder ist das Mastermind aus den 70 Hören? Dann schreibe ich hier auch Was? das Ja, G so in hin. der Art, so in der Art. So, jetzt müssen wir die Farben noch mal kurz dahin malen. Also grün bleibt, ne? Ja. Grün bleibt. Ja, dann als nächstes wieder lila. Oder was auch immer. Wie auch immer, das man am besten darstellt hier. G wäre beige zu blau. Wir sind ja jetzt mal I, ne? So, I wäre jetzt was? I Gelb ist zu beige. rot zu beige. Rot zu beige. Gut, dann bleibt. Gelb zu beige. Und B. Warte mal, warte mal, warte mal. Aber das geht doch gar nicht, oder? Wir haben in einer Reihe nicht die gleichen Farben zumindest. Nicht? Warte mal. Beim I haben wir grün. Grün, violett, beige. Und wenn rot zu beige wird, dann hast du zweimal beige. Das ist aber auch die Frage, müssen wir einmal oder nur einmal? Genau, müssen wir alle vier die Reihe runtermalen oder nur zwei davon? Nee, ein. Ja, oder nur einen. Dann nur den, wo es wird. Eben, wir wissen ja nicht, wie das jetzt vonstatten geht. Müssen wir zum Beispiel das Grün zu Beige nehmen, beides anmalen, oder müssen wir nur das Grün anmalen, oder nur die Anfangsfarbe oder die Hinterfarbe, zu der es wird? Oh. Hä, verstehe ich jetzt nicht. Jetzt bin ich raus gerade.
Ich weiß nicht, wo. Wenn wir nur jetzt, wenn Rot jetzt auf Beige wechselt, haben wir zwei Beige. Guck dir die, guck doch an, was ich da gemacht habe. Dann ja, habe ich ja. Deswegen warte, frage ich mich ja auch schon die ganze Zeit. B ist Gelb zu Grün. Du hast aber Grün zu Lila gemacht. Und dann Weiß, was? Also Beige gelassen. Rot. Was, Grün zu Lila? Ja, du hast bei B und bei E hast du Grün zu Lila gemacht. War auf den Koordinationszettel. Von Gelb zu Beige wird. Genau, das B, das oberste wird Gelb zu Grün. Warte mal. Hey, jetzt bin ich raus. Wie, ich habe Grün zu Lila gemacht. Du hast bei I statt Gelb, bei B erstmal. B ist Gelb zu Grün, das ist Grün. Das ist richtig. Grün ist B gelb. Ist Gelb zu Grün, genau. B ist Gelb zu Grün. Da ist genau. Schon Grün und Lila. Aber warum hast du dann jetzt noch Lila weiter durchgezogen? Oder, ja, weil Lila hat sich ja nicht geändert. Lila hat sich ja nicht geändert. Es ändert sich ja pro Schalter immer nur eine Farbe, oder nicht? Das heißt, die anderen Farben würden ja gleich bleiben, laut meiner Idee. Ja, aber da hat nämlich schon recht. Es ändert sich ja immer nur eine Farbe. Ne, die Startkombination ist ja Gelb, Violett, Beige und Rot. So, beim ersten Schalter ändert sich ja genau eine Farbe. Nämlich die Farbe Gelb wird zu Grün. So, aber... Oh, toll. Aber jetzt weiß ich, warum du es hingemacht hast, weil es Gelb zu Grün ist. Und jetzt ist irgendwas disconnected hier. Und ich freue mich. Ja, Server. Ja, wir haben es auch gerade gehabt. Server, Zeitüberschreitung. Scheiße. Kacke. Was mache ich jetzt? Oh nee, muss ich die Karte wieder neu erstellen? Nein, da hat der Auto im Auto. Der liegt im Autosave, Michel. So. Da muss ich jetzt einen neuen machen, ne? Ja. Aber Fuchs hat recht, das erinnert mich auch so ein bisschen an Mastermind aus den 70er. Ja. Da müssen wir auch wieder mal beitreten. Ja, genau. Ja, wahrscheinlich war die. War das deswegen, weil der Originalserver von heute kam ja von meiner Frau und die war ja nicht mehr dabei. Das kann sein. Auf jeden Fall Zeitübertretung stand da. Disconnect. Wegen Timeout. So. So, ich habe euch jetzt eingeladen. Dann nehmen wir die doch. Warum? Meine Güte. Fail to connect. Also so Villa-Wohnung. Oh, du musst das einmal von Michel aktualisieren. Was denn? Er wollte uns hier beitreten lassen. Ah, da. So, wir versuchen es mal. Passwort war dann sehr. Ja, wir sind wieder da. Wir sehen es wieder. Super. Oh, ihr seid jetzt rosa. Oh. Yo.
Das Engelchen meinte, wir müssten es mal wieder mit Rosa probieren. Da gibt mir eine ab. Ah. So, oh Gott, Michelle, bitte. Ich weiß, ist schon spät, Freitagnacht und so, aber oh bitte. Ich könnte jetzt einen bösen Spruch bringen, aber den lasse ich weg, der ist auch so. Etwas krass. Aber war I denn jetzt die einzige Option, die wir hätten machen können, oder? Nee, die zweite Option wäre BG gewesen. BG, Und die macht keinen Sinn. Weil da soll ja ein vernünftiges Wort rauskommen. Ja gut, gibt's denn nach I jetzt noch ein anderes, eine andere Option als G? Nee, warte mal, wir brauchen... Wie drehen ja, wir aber... nochmal den Tisch? Ja, siehst du, du hast dich an die falsche Seite gesetzt, ne? Na, fuck. Du hättest wieder rot nehmen müssen. Wie drehst du die? Du musst die Maus nehmen, Linksklick halten und dann drehen, glaube ich. Ah, jetzt. Wir haben schon. Ja. Rechtsklick. Okay. Also rechtsklick halten. Ja, okay. Dann halt so. Ne, aber wir haben ja jetzt hier, wenn wir jetzt, wie gesagt, I nehmen, haben wir das Problem, dann haben wir zwei Beige. Ja, müssen wir die andere Farbe nehmen, ganz einfach. Ja, wir waren doch gerade beim B, dass B gelb zu grün wird und er hat aber hier oben lila die andere Farbe. Ja, das macht ja aber Sinn, weil sich pro Schalter nur eine Farbe ändert. Deswegen, also ist das schon eigentlich... Weil hier oben, du siehst die Startkombination. So, ja. Und am Ende muss die Endkombination rausgehen. Nur du, mit einem Schalter änderst du ja nur eine Farbe. Mhm. Also muss hinterher die Endkombination Lila, violett, Blau. Genau, ja. Rot und beige haben. So, und du musst gucken, dass du jetzt mit jedem Schritt eine dieser Farben wechselst. Dann verstehe ich nur nicht, warum es so viele verschiedene Felder gibt, auch wenn es 12 Buchstaben gibt, dass wir dann direkt unten so viele Umwege machen müssen, dass es dann wieder irgendwie zu lila wird und zu blau wird und zu rot wird und zu beige wird. Weil es sind dann sehr viele Zahlen, die wir anklicken müssen irgendwie. Und wir haben ja immer nur zwei Farben, die wechseln. Sprich, die ersten zwei, wer die mittleren zwei und die letzten zwei. Was? Eine Farbe wechselt nee. Aber immer nur, hä? Pro Schalter eine Farbe, aber seht das doch mal so. Wir haben vier Felder oben und dreimal werden vier Farben gewechselt. Weil 3 mal 4 ergibt bei mir 12. Also wechseln die Farben oben jeweils dreimal. Ja gut, dann lass uns die nächste machen. Ja, also machen wir I jetzt weg und ersetzen das durch G, oder was? Würde ich dann ja sagen, weil wenn wir dann das falsch hingekriegt haben, das sind die zwei Farben, die sich überschneiden, was ja nicht darf, ja. Dann muss das weg. Dann müssen wir die andere nehmen. So, warte, dann machen wir das G einmal weg. Dann geht der Weg auch anders, ne? Dann ist das ja normal. Wir versuchen das einfach. Ja, ich muss ja jetzt ein G dahin malen. Ja, deswegen ja. Mein Gott, ja, Discord. Ach Gott. Warte. So, also. Ich glaube, heute sind wir keine große Hilfe. Doch. Wir arbeiten doch zusammen, Leute. Ganz ruhig. Ne? Dafür sind wir ja mehrere. Sonst könnten Jan und ich das ja auch alleine machen. Das wäre ja... So. Also. Und was hatten wir gesagt bei G? Beige wird zu... Blau. Beige zu blau. Warte mal. Hä? Warte, jetzt bin ich verwirrt. Warte mal. Ich weiß ja nicht, wo ihr gerade wart, Leute. Aber hier steht...
I, gelb wird zu beige. Ja, wir sind ja jetzt auch bei G. Du hast auch nach dem B. Ja, ja, nein, gemacht. Nur weil ihr gerade bei dem I wart, da habt ihr ja gesagt, gelb zu beige, ja. Rot wird zu beige, habt ihr gesagt. Nein, rot zu beige, die Kombination gibt es nicht. Ja, dann haben wir nur aneinander vorbeigesprochen, weil dann ist das zweite nämlich ein I. Nee, geht gar nicht, weil du in der zweiten Reihe überhaupt kein Gelb hast. Okay. Nee, das G brauchst du und schon. Und wir müssen bedenken, ganz unten gibt es auch kein Gelb. So, also. In der Zielkombination. Beige wird zu blau. Machen wir jetzt einfach mal. Beige wird zu blau. So. Warum malst du das jetzt beim Gehen? Ja, ist das so oder nicht? Beige zu blau. Das ist richtig. Ja, gut. Aber vorne das lila-grün, das. Was denn? Engelchen fragt sich, warum das lila-grün noch da steht. Was lila-grün? Weil wir ja. Aber mach mal, du hast ja wahrscheinlich schon deine Technik. Aber Jan, du kannst meinen Gedankengang nachvollziehen. Ja, ich kann deinen Gedankengang nachvollziehen. Auch wenn ich es nicht sehe, ja. So, ja. So. Welche Möglichkeiten haben wir jetzt, Kinder? Jetzt haben wir dann, wenn wir nach dem G, wir haben das, warte mal. Ja, genau, das wenn das F. Als nächstes wäre dann das F. Okay, haben wir keine andere Das wäre beige zu lila. F. Oh, ich gucke mal. Nein, da gibt es keine andere Möglichkeit. Beige zu lila, so, und jetzt haben wir ein Problem, weil wir haben kein Beige. Okay. Haben wir denn sonst noch? Die Frage ist, muss man die Buchstaben denn nach der Reihenfolge abgehen? Eben, weil er könnte ja auch den Umweg nehmen vom I runter und dann wird er beim J ankommen. Vom J müsste er dann aber wieder zurück zum G gehen. Das wäre wieder ein nächster Weg, den er machen könnte. Dass er nach dem I runtergeht zum J und dann das J von Rot zu Gelb macht. Und von da aus wäre dann die nächste Möglichkeit, wenn er zurückläuft, das G. Leute, ich möchte es ja jetzt nicht so sagen, ne? Aber gesetzt dem Fall, das erste ist ein B, machen alle unsere Überlegungen keinen Sinn. Weil, wenn du von B zu G gehst, kennt irgendeiner von euch ein Wort mit B und G am Anfang? Die Frage ist, ob wir ein Wort brauchen. Ja gut, das kann ich ja mal eben kurz erfragen gehen. Meine Frau hat's ja schon raus. Ja, dann bitte, Jan. Weil sonst sitzen wir noch 4 Jahre hier. Oder wir müssen, was auch sein könnte, bei den Zielapparaten, also um die Zielkombination, Startkombination, einfach die Farben reinsetzen und dann gucken, welche Buchstaben nacheinander kommen. Aber das ist auch wieder so eine Sache. Ob das hier... Weil wir haben ja, wie gesagt, 12 Möglichkeiten da und die müssen zum Sieg führen. Und ich weiß nicht, oben die Startkombination, darf die nächste, darf zum Beispiel die zum Beispiel gelb auf gelb folgen? Glaube ich nicht. Weil du hast ja gesagt, man darf die Farben dürfen sie nicht überschneiden. So.
Also, folgende zwei Sachen habe ich erfragt. Ich habe gefragt, ob da ein vernünftiges Wort rauskommt. Nein. Das schon mal dazu. Also Okay. BG kann auch richtig sein. So, und Punkt 2, wir müssen auf jeden Fall Umwege laufen. Ja, so. Das sind die beiden Sachen, die So, ich gerade mal und so ich kann erfragt euch habe. jetzt noch einen Tipp geben. Der letzte für heute. Okay. In der siebten Reihe, inklusive Startkombination, stehen die Lampen auf beige, rot, violett und grün. Also die siebte Reihe. Siebte Reihe. Also mit Eins, der zwei, Startkombination. drei, sechs, sieben. Sieben wäre hier. Also. Fünf, sechs, sieben. So, beige, ne? Ich guck mal. Beige, rot. Rot. Also. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Beige, rot. 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 Violett und grün, ne, war das? Ja, genau. Beige auf Rot, das wären C. Violett auf. Ja, Violett auf Grün. Lila. Ja, Lila Lila, vielen Beige. Dank. Lila. Vielleicht hilft uns das ja weiter. Würde das mit den Doppelungen irgendwo schon Sinn machen, weil wir jetzt zweimal dann immer die Sachen dann treffen. Ja, also da da keine vernünftigen Wörter rauskommen, wird es auch mit der Doppelung Sinn ergeben, weil dann ist es ja egal. Ja, wird dann zum Beispiel zu. Gehen von da nach da und noch da nach da. Und sind halt die Doppelungsbuchstaben dann wieder da drin. Also dann verbleiben wir erstmal mit B. Das ist das erste von C1 Richtung aus. Ja. So. Gut, dann wäre das nächste, was erwischen würde, das I oder das G. Da I sind wir geht. uns ja nicht so ganz einig. Aber Doch, das war ja mit der I gleichen. geht ja nicht. I geht ja nicht, weil gelb wird zu beige. Was ja nicht Genau. funktioniert, weil wir kein Gelb haben. Also müssen wir G nehmen. Gut. So, welche Möglichkeiten Dann haben wir machen wir vom G schnell. aus jetzt? Von G hätten wir Richtung Ausgang. Das erste ist das F, was er gehen könnte. F. Nee, Oder wenn F er geht nicht. zwischen. F geht nicht, weil F wäre beige zu violett und wir haben ja kein beige mehr, weil beige in der Runde davor zu blau wurde. Dann wäre das nächste, was er machen könnte, das müsste dann zurücklaufen, vom G runter zum I. Das wäre eine Möglichkeit, oder zum G. So, I Das geht G auch wäre nicht, dann weil wir I orientierische geht auch Umlauf. nicht, weil wir kein Gelb haben. Was wäre das noch? Dann nehmen wir das G. Das J. Dann nehmen wir das J. J. Dann müssen wir J J nehmen. wäre rot Dann zu wären wir gelb. runter. J wäre rot zu gelb. Genau. Gut, dann machen wir das so. So, dann brauche ich jetzt Der erstmal. nächste wie ich dann. So, rot. Ich kann es auch gerne mal kurz einzeichnen. In Englisch, Kannst wie du. gesagt, auf Stift. Also.
Rot zu Gelb. Okay. Ja, ich ändere die Farbe mal. J, wer das? Mal. Rot zu Gelb. Das wäre dann nämlich vom G aus der Weg, den er dann nehmen würde. Und ich zeichne hier wirklich wie der erste Mensch. Wäre dann hier so zum J. Rot das wäre nämlich der Umweg, den er vom G anstatt nach einem F oder nach einem I nach dahin gehen würde. Und dann könnte er von dem I, ja genau, vom J, genau, sagen wir I, also vom J könnte er als einzigsten Weg dann rübergehen zum G, das würde das erste sein, oder er geht den langen Weg wieder zum A. Das sind jetzt die nächsten Möglichkeiten. Warte, warte. Ich mal erstmal hier zu Ende, weil ich so schnell bin ich jetzt auch nicht, mein Freund. So. So. Und grün. Ja, kommt da ab I zum Beispiel hin. Und dann zum B. Stimmt, zum A kommt er gar nicht. Vielleicht doch hier kann er. Ja, da hinten am. Das nächste, was das J erreichen könnte, wäre das G. Das. So, vom J aus, wo kann ich da hingehen? Welche Möglichkeiten hätten wir? Zurück zum G, das wäre das nächste. Der nächste Buchstabe, den er logisch erreichen könnte, wäre das G. Ja. Die zweite Wahl. G wäre beige zu blau, bringt uns also nichts. Ja, weiter. Gut, dann haben wir noch als Möglichkeit das I. I wäre gelb. Die erreichen könnte. I wäre gelb zu beige. Ja, was hätten wir sonst noch? Das B hätten wir sonst noch. Das B wäre gelb zu grün. Ja, dann nehmen wir gelb zu grün, weil wir haben hier ja auch in der siebten Reihe das Grüne. Ja, dann nehmen wir das doch. Dann nehmen wir B. So, warte, B. Wenn das unser Ausschlussverfahren preisgibt, dann nehmen wir das. So, B. So, B. So. Beige zu rot. Hä? Nee, gelb zu grün. B. Ah ja, stimmt ja. Gibt es wahrscheinlich weiter. So. Also. So. Gelb zu grün. Ah, ne, geht gar nicht. Geht nicht, Leute. Weil wir Zahlen, Farbenübersprung haben, ne? Nein, weil wir dann zweimal grün hätten. Ex, ja. Zweimal grün? Sagt. Moin. 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 Ja. Moin. Ja, weil der erste wäre ja auch schon grün. Gelb zu grün, ja. Wie gesagt, das sind die einzigen Möglichkeiten, die wir dann haben. Wenn wir vom J aus dann rübergehen, wäre das erste, was wir antrifft, wäre dann das I,
Oder. Ich glaube, wir dürfen einfach nicht nach dem gucken, was direkt auf dem Weg liegt. Ich glaube, wir müssen uns nach den Farben richten. Wir müssen gucken, also wir haben ja jetzt vor allem diese, die Richtung, dass wir die siebte Reihe kennen. So, und wir müssen jetzt gucken, dass die Farben sich so ändern, dass wir bis zur siebten Reihe folgende Farbkombi raus haben. Wir müssen also gucken, dass innerhalb dieser, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schritte von der Startkombination, also gelb muss ja zu beige werden, violett muss zu rot werden, beige muss zu violett werden und rot muss zu grün werden. So, und das müssen wir innerhalb dieser Züge schaffen. Und danach müssen wir die Buchstaben wählen wahrscheinlich. Und dann diesen Buchstabencode eingeben. Hinterher, ja, nach der siebten Reihe geht es ja noch weiter. Nach der siebten Reihe geht es ja noch weiter. Ja, sag ja, bis zum Schluss hin, dass wir die 12 Dinger da voll haben. Genau, und die Buchstaben, die wir dabei rausbekommen haben, die müssen wir dann so eingeben. Ja, die muss ich dann eingeben, um die Datei zu öffnen. Meine ich ja. Also eingeben, abschicken zum Open. Gut, dann, also sind wir jetzt bei B, G und J falsch oder sind wir da jetzt richtig? Zumindest bis zu dem Schritt. Der ist ja jetzt die Frage. Aber wir sind ja der Farbkombination, die wir brauchen, keinen Schritt näher gekommen. Also. Deswegen ja. Also faktisch auf jeden Fall das Erste, was wir erreichen, oder der erste Weg, der führt zum B hin. Wenn er den geradeaus durchgehen würde, das wäre die erste Mauer, das wäre der erste Schalter, das wäre B. Außer er biegt vorher ab, was wir ja nicht wissen. Würde aber auch keinen Sinn ergeben, wenn er da vorher irgendwo abbiegen würde, oder? Oh Gott, ey. Also wir würden ja hier bei C1 starten, warum auch immer. Ne? Das wissen wir bis heute nicht. So. Und die andere Möglichkeit wirklich, wenn wir C3 nehmen würden als Start, als Ausgangsposition. Das wäre als zweite Lösung. Aber du kannst auch, du kannst ja theoretisch, könntest du nach B, ja, da haben wir ja gar nicht drüber geredet, nach B könntest du ja auch A nehmen, ne? Ja, sicher, das könntest du auch. Das habe ich ja vorhin auch irgendwann mal, glaube ich, zwischendurch. Was wäre denn A gewesen? A wäre grün. Grün in beige. Ja, das ist doch schon mal gut. Warte mal. So, also B. Das wird zu grün. So, dann machen wir nämlich jetzt hier. Wenn es länger geht, müssen wir uns einen zweiten Zettel nehmen und das dann da auch nochmal eintragen. Was dann den logischen ergibt und das dann vergleichen. Nein, warte. Ich habe schon eine Idee. So. Also nach B kommt A, sage ich jetzt einfach mal ganz fies. So. Sicher. So, da A. So. A war nämlich grün wird zu beige. Richtig. So, da muss ich jetzt quasi hingehen. Grün wird zu beige. Ach mein Gott, warum habe ich denn jetzt. Warte. Ich habe bei dem A einen Strich vergessen. Das darf nicht so sein. So, A. So, da muss ich quasi so. Da grün zu beige wird, muss der weg hier. So. Irgendwie hätte auch noch mal eine Frage. Nein, ist das nicht. Achso, warte mal. Nee. Irgendwie ist es. Aber das geht auch wieder nicht. Weil wenn grün zu beige wird. Wenn grün zu beige wird, dann haben wir wieder zwei beige. Hey, was passiert hier?
Also, wir haben nichts gedrückt. Ja, ist gut. So. Also, wir haben es jetzt mal einmal für uns gedreht. Grün wird zu beige, geht ja nicht, weil dann hätten wir zwei beige. So, warte mal, was haben wir hier? Also, von C1 nach B. Von B, was können wir denn noch für einen Weg gehen? Wo können wir denn noch vorbei? Von B aus wäre der andere Weg zum G, wäre der andere Weg? Oder aber wenn wir können ja auch am G einfach vorbei. F wäre der andere Weg. F, und D. D, ne? D hätten wir auch noch, ne? D hätten wir auch noch im so, Anbieten. D wäre lila zu rot. Würde funktionieren. Ja, warte, dann machen wir so. Aber so, jetzt habe ich das Spielchen durchschaut. Ihr Penner, ihr kleinen, ihr Crime Letter Erfinder, ihr. So, hier kommt D. So. Das würde dann nämlich heißen, grün bleibt, lila wird zu. Er geht auch wieder nicht. Was soll der Kack denn? Was soll der Kack denn? Ja, wenn ich das mal so wüsste, ne? Gibt es hier sonst noch irgendwas? Die wollen uns verarschen. Ich verstehe auch gerade echt nicht. Warte mal, haben wir hier sonst noch eine Möglichkeit? Irgendein Buchstaben, den wir vielleicht übersehen haben, zu dem wir. D. B. Warte mal. So, B wurde gelb zu. So. D würde lila zu. Aber ich darf in keiner Doppelte haben. Ich darf in keiner einer Doppelte haben. Ich darf in keiner einer Doppelte haben. Ad gülle schülle, ey. Warte mal, I. I. Genau, was wäre denn, wenn ich zum I gehe? Ne, BI hatten wir ja schon, ne? Das ja, BI so. Hatten wir als erstes. BI wäre gelb zu beige. Aber der. Also, das geht ja nicht. Oder die meinen, I geht oder die meinen dass ich. Michelle. Ja. Es kann auch sein, dass die meinen, dass die Farbkombinationen niemals sich gleichen dürfen. Zum Beispiel von der Startkombination, dass nichts gelb untereinander sein darf und nichts blau zum Beispiel untereinander sein darf. Das kann ja auch sein, ständig. Ja, weil die Startkombination, also zwei gleiche Farben, geht ja eh generell. Also. Weil es wechselt ja ständig. Wichtig, in jeder der Reihen, bestehend aus vier Farben, darf eine Farbe nur jeweils einmal vorkommen. Deswegen. Weil es ändert sich ja immer nur zwei Farben. Zwei weitere bleiben. In der Richtung sind wir schon mal richtig. Alle uns zugänglich. In jeder der Reihen, bestehend aus vier Farben, darf eine Farbe nur jeweils einmal in jeder der Reihen. In jeder der Reihen. Bestehend aus vier Farben. Darf eine Farbe in jeder der Reihen bestehend aus nur jeweils einmal vorkommen. Also das heißt, ich darf keine doppelten Farben haben, oder? So meine ich das auch.
So meine ich das nämlich auch die ganze Zeit, weil wir haben jetzt zum Beispiel beim B ja, was jetzt aufgeschrieben wurde, grün auf lila. Und das Lila ist Überschnitt. Wie Sowas grün ist hier auf lila. eingetragen. Wie grün auf lila. Das B ist gelb auf grün. Stimmt, dann ist in Ordnung. Dann ist das erste schon mal Ja, das ist richtig. ja schon mal richtig. So. Und deshalb komme ich ja halt auch darauf, dass keine Farbe zweimal existieren darf. So, warte mal. B. Ja, aber wir haben noch drei andere Farben, die sich dann wechseln müssen, rein theoretisch. Ja, und wir müssen irgend. So, was wäre denn Die F? hinteren drei. F, warte. F wäre beige auf lila, richtig? So. Beige auf lila. Das. Nee, würde auch nicht funktionieren. Weil du Das hast würde auch ja auch nicht. immer von der Startfarbkombination die Originalfarben, die von oben nach Beige. unten weiterführen, behalten. G. Warte mal. G. G wäre beige auf blau. Ja, das funktioniert ja, ne? Ja. Beige auf blau. Das wäre das Einzige, was wirklich funktioniert. So. Wir verstehen das jetzt gerade nicht mit mit dem Farbspiel da oben. Weil du hast ja die aufeinanderfolgenden Farben immer nachgetragen. Zum Beispiel dreimal rot, sprich Startkombination rot auf rot und dann gelb und dann Weil sich grün. ja immer nur eine Farbe ändert. Ja, das habe ich ja schon begriffen. Das ist ja auch richtig. Ja. Bloß wir müssen dann gucken. Die anderen Farben bleiben dann natürlich erhalten. Genau. So. Deswegen Und trägt er dir genau. immer nach. Blau, so. Ach, okay, jetzt habe ich es verstanden. Genau, weil Engelchen jetzt Oh, bei ja, jetzt dreimal ist der zwischen. Kuschel voll. So, warte mal, Genau, geh, dann so. ist okay. Mehr wollte ich doch gar nicht. Ich wollte nur, dass bei So, jetzt Kuschel müssen Engelchen wir gucken. die Warte. restlichen Gänse. Oh, richtig. Das habe ich dir auch schon. So, jetzt müssen wir gucken, welche Möglichkeiten bestehen. J Holt hat den Sekt ne. aus, Engelchen als Begriff. J hat, haben wir ja gesagt, Jetzt muss könnte ich den gehen. Rest begreifen. Dann können wir weitergehen. J haben wir ja gesagt, könnte gehen. Was könnte. Was wäre denn A? So, warte mal. Ah, hat man doch gerade auch, glaube ich, rausgeschmissen, weil das nicht funktionierte. Ja, aber jetzt sind wir ja einen Schritt weiter. Ach Wir ja, sind jetzt einen stimmt, Schritt ja. weiter. Also Ja, stimmt, stimmt. wir sind jetzt von B auf G. Warte, die anderen beiden Buchstaben, die. So. Da müssen wir jetzt ein bisschen was ändern. So. So, bei Wie G man so sind wir schön sagt, jetzt. die Karten sind neu gemischt. So. G. So, jetzt müssen wir gucken, was würde denn da rauskommen? A war sehr hilfreich, ne? Hat Jo, nur das war das gesagt. Grün auf Beige. Grün auf beige war das. So, das wäre ja jetzt auch möglich, weil wir kein Dann beige nehmen wir das haben. doch. Also, Dann nehmen wir das doch direkt. ne, das wäre möglich. Ja, genau, das wäre möglich, weil wir kein beige haben. Also sagen wir jetzt erstmal Also BGA, ja, okay. BGA. BGA. So, da haben wir jetzt gesagt, Auf zum BGA. grün wird zu beige. Einfach die Farbe hier rauslöschen, so. Und dann müssen wir das Gelb nochmal durch das Rot ersetzen, so. Ja, wir kommen heute noch zum Punkto. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Greift aufeinander über. So, und jetzt rot. So, welche Möglichkeiten hätten wir jetzt? So, jetzt haben wir schon mal eine Farbe, die Beim richtig BGA war ist. was. Jetzt haben wir schon mal eine Farbe, die richtig ist. So. Was geht jetzt? I. Das nächste wäre logisch das I Dann I. oder das G. Das I oder I. das G. I wäre gelb auf beige. Ja, das geht ja nicht. Warum willst du gelb auf beige haben? Du hast ja gar kein Gelb, hä? Warum wäre das logisch? Moment, Die wir Logik musst du mir sind, erklären. stimmt, wir sind.
Der nächste Buchstabe. Der nächste Buchstabe, er kann jetzt entweder zum I laufen oder zum G laufen. Das sind die möglichen nächsten Buchstaben. Außer er macht wieder einen riesen Umweg zum J. Er kann auch rein theoretisch wieder zurücklaufen zum B, aber das wäre ein bisschen deppert. Das sind jetzt die nächsten Buchstaben, die auf dem Weg sind. Zum G. Ja, das tun wir jetzt, das nächste hier. Weil G wird ja dann von B zu blau. Genau. Also was jetzt? Also ich habe eine Möglichkeit, die jetzt auf jeden Fall, glaube ich, gehen würde. Dann die nächste wäre nämlich meiner Meinung nach D. Ein D, das wäre hier oben. Dann würde er bis nach dahin rennen. Okay. So. Ich muss ja das hier erreichen. Muss ich immer umschalten. Ja, ja. So, wenn ich da D nämlich habe, so, dann passiert Folgendes. Dann wird nämlich so, dann wird nämlich lila wird zu rot. Also. Ja. Wird zu rot. Lila wird zu rot. Lila wird zu rot. Ach Mann. So, jetzt aber. Lila wird zu rot, so. Genau, einfach übermalen, das Ding. Ja, genau. Lila wird zu rot, so. Ne, warte mal. Ne, D geht auch nicht, ne? Wir haben ja schon einen roten, ne? Ja, warte, geht auch nicht. Warte, D geht auch nicht. Was geht denn noch? Was hätten wir denn noch? Wir könnten auch nochmal zum B rumlaufen. Was wäre denn B? B, ja, gelb haben wir nicht. Ja, was könnten wir noch machen? Was wäre jetzt noch möglich? Was blau zu blau? Was blau muss auf jeden Fall zu lila werden. Das Grüne ist hinten schon richtig. Was wird denn blau zu lila? Gar nichts. Tja. Das ist scheiße. Mein Gott, ey. Aber sowas von. Das Grün kommt hinten hin, das Rot kommt hinten hin, das Beige kommt vorne auch hin. Wir müssten jetzt nur ein Blaues finden, was zu Lila wird, und das ist unmöglich. Blau zu Lila gibt es in diesem Farbkombinationsschlüssel. Blau. Genau, Blau und Rot mischen, das ist das, was ich mit den Mischfarben, was ich schon gesagt habe. Was, Blau und Rot mischen, wie willst du das denn machen? Ja, dann mach es, Jack, ja, wenn du es kannst. Ja. Ich wüsste nicht wie. Ich bin völlig verzweifelt gerade. Das wäre. Nur wie willst du das denn machen? Man kann höchstens zwei Farben nehmen, indem du musst verhindern. Ändert sich ja immer nur einer. Ja gut, dann oder du musst dann sagen, okay, dann ist G falsch, weil Beige nicht zu blau werden darf. Dann müssen wir noch mal ganz vorne anfangen. Ich werde begeistert. Ich denke, wir sind hier schon bis jetzt auf Teil. B. Also, welche Möglichkeit hätten wir denn? A wäre. A, also B. B. Nach dem BA käme. Aber grün zu gelb wäre ja Schwachsinn. Das haben wir ja gerade geändert. So. B. So. Das Einzige, wo sich das Grün verändern, das Gelb verändern. Das I wäre gelb zu beige. Aber das bringt's ja nicht. Das haben wir ja schon ausgeschlossen. So, warte mal.
Nach dem B hätten wir noch die Möglichkeit, dass ein J käme. Da müssen wir so probieren. Mein Gott, ey, ist das... Ich weiß nicht, was die Erfinder genommen haben, aber entweder sollten sie davon mehr nehmen oder weniger. Bitte nicht, ey. Dann wird das ja noch schlimmer in Zukunft. Also B, J. So, die... so. Was? Rot zu gelb wäre J, sagt der Engelchen. Ja, genau. Rot wäre dann. So. Also beige wird ja dann beige bleiben. Das wäre ja dann so. So. Und rot wird zu gelb. Ob uns das jetzt weiterbringt, keine Ahnung. Aber es ist eine der einzigen Möglichkeiten, die ich da noch sehe. So. Ach meine Fresse hier. Sichern. So. So, gelb. Die anderen bleiben ja. So, und dann müssen wir jetzt gucken. Dann müssen wir jetzt gucken, wie kriegen wir das hin. So, J. Was könnte man jetzt noch machen? Entweder guckt man jetzt, dass gelb zu beige wird, was ja totaler Schwachsinn wäre, weil wir schon beige haben. Okay, das müssen wir. Also müssen wir was anderes machen. Ja, praktisch, dass die Farbe irgendwann mal zu der wird. Aber wie willst du hinkriegen? Wie will man hinkriegen, dass beige... Warte mal. Wie will man hinkriegen, dass beige eine andere Farbe annimmt? Beige... warte mal. Beige-lila. In 5 Schritten müssen wir das Ziel 6... Ey, so eine Kacke! Also, man kann beige auch zu lila machen? Warte mal, aber lila haben wir ja schon. Meine Fresse. Also, der sich das überlegt hat, dem würde ich gerne mal persönlich guten Tag sagen, die Hand erschütteln und. Ja, rein logisch ist ja nicht bei dem Ding. Vergessen wir ganz schnell mal heute die Logik, glaube ich. Wir müssen jetzt gucken. Ne, rot haben wir ja jetzt. Ne? Das Einzige, was wir wirklich anbieten können, grün ist ja bei von gelb nach grün gewechselt. Lila müsste dann noch irgendwas machen. Aber das machen wir schrittweise. Also warte mal, hier. Also wir haben jetzt rot zu gelb gewechselt. Ja, ich muss mich jetzt mal meinem Essen widmen. Das steht schon seit einer Stunde hier rum. Warm ist anders. Ich bin mal kurz raus. Also ich bin doch da, aber... Vielleicht kommt ja eine gute Idee beim Genieren. Obwohl, ne, komm, dann mach ich mir nachher. Mach Crime-Dinner raus. Ne, komm, ist egal, mach ich mir nachher warm. Bringt eh nix. Wir müssen ja hier irgendwann mal fertig werden. Oder ich schmeiß die Scheiße einfach im Müll. Dann esse ich heute halt nix. Kann ich auch nichts dran ändern. Oder Kacke. Ja, oder ihr versucht mal darum zu malen. Keine Ahnung. Also ich kann euch das gerne nochmal alles löschen. Ich habe keine Ahnung.
Nee, nee, lass das mal erstmal so, wie es ist. Naja, löschen wir irgendwas, was wichtig war. Das ist ja das, es dürfen sich keine zwei Farben gleichen, aber irgendwie ist da der Wurm drin. Ja, keine Ahnung. Ja, Jan, bitte steuer du doch auch mal was dabei. Du sitzt die ganze Zeit und machst nichts hier. So, wir wollen mal festhalten. Ich überlege gerade schon die ganze Zeit. Also, was mich gerade ehrlich gesagt ein bisschen irritiert, weil bis zum vierten Schritt bis zum vierten Schritt, den wir gerade gemacht haben, macht das alles noch Sinn. Aber innerhalb von zwei Schritten das hinzubekommen, geht nicht. Also fällt mir gerade keine Lösung ein. Wenn wir dann jetzt aber nochmal zurückgehen, bis zu dem, im Prinzip bis zu dem B. Wir sind jetzt schon 30 Mal zum B zurückgegangen, falls du das nicht mitbekommen hast. Michelle, ich habe das mitbekommen. Ich bin ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Ich sitze ja schließlich hier und höre ich aufmerksam zu und überlege dabei. Ja, dann überleg du, dann esse ich doch jetzt. Ich komme ja irgendwann wieder. Vielleicht findet ihr ja die Lösung. Ich habe keine Ahnung. Ist aber auch von den Weg gegangen, der davon geht. Der logischste, ne? Ja. Warum nicht das erste? Dann so zum I, zum B. Aber da komme ich aber nicht auf. Ja. Yeah. Schon als Vorgabe. Das hier. Ja, die Startkombination haben wir. Die haben wir als Zwischenfinale hier unten. Sprich, wir müssen das nochmal so lange umschalten. Wie so bei so einem. Wie heißt das Ding nochmal? Zauberwürfel. Ja, wir müssen so ein Zauberwürfel. Dass wir die Sachen umstellen können, dass zum Beispiel Feld 1 der Startkombination dient und dann kommt das erste. Dass wir das Gelbe auf Grün schauen. Und dann irgendwann mal, dass wir das erreichen, dahin. Ich habe gerade noch mal einen Tipp von meiner Frau bekommen. Oh, nach dem B müssen wir zum J. Das haben wir ja schon. Das waren wir ja schon. Da war jetzt die nächste Überlegung, was kommt als nächstes. Und da bin ich mir nicht ganz einig geworden mit mir selber. Würde ich sagen D. Warum? Weil das macht insofern... D wäre lila. Ja, geht aber. D geht aber ja nicht. Hä, nee, warum warte. Nicht? Ach doch, warte, geht ja. Ah, siehst du, das ist die Scheiße. Ja, nee, nee. Nee, ist in Ordnung. Ist ja völlig in Ordnung. Siehst du, das ist. So, ich lösche diese Scheiße hier jetzt mal. Weil ich komme völlig durcheinander hier. So, die Felder werden alle gelöscht jetzt. Weil ich werde total durcheinander hier. So. Natürlich hat er recht. In der siebten hätte ich aber gelassen, das war ja die Lösung. Ach, Scheiße! Aha! Warte, fuck. So. Wir haben es aufgeschrieben, Michelle, keine Sorge. Mann, ich raste aus hier. Vor allem, ich krieg langsam Hunger und dann werde ich immer schon. Oh. Mann, du Scheißmaus! So, jetzt muss er noch. So, B und J hatten wir jetzt, ne? Ja. So. Und danach hatten wir uns jetzt aufs D geeinigt. Ja, wollten wir ausprobieren. So. Nach dem auch. Ja. Englischen hat Englischen mäßig geholfen. Ja, das ist nicht so. 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 Dann sagen wir D. So. Domina. So. Kann doch nicht angehen. Wir erwachsene Leute kriegen hier. Nein, das war. Nein! Das Problem ist, siehst du, wenn du die Reihen dann ausgefüllt lässt. Ja. Wie soll ich das erklären? Egal, ich lasse das einfach. Problem ist, die Reihen waren ausgefüllt. Ja.
Und dann vertust du dich, weil du genau. Dann denkst du mal, nee, warum? So. So. Gut, dass ich Valium im Tank im Blut habe. So, beige bleibt und jetzt gelb, ne? So. B und D. Verstanden, was? So. Bleibt. Ja, das habe ich vergessen. Also ich mache so, jetzt müssen wir gucken, wie es weitergeht. So, wir müssen. So, es gab doch zum Beispiel ein, da. Da wurde gelb zu grün, richtig? Ja, das ist das B. Das wäre das B. Also das könnten wir jetzt zum Beispiel. Warte, grün haben wir ja schon. Okay. Dann müssen wir gucken. Wir müssen. Kriegen wir das Grün das irgendwie zu beige? Nee, beige haben wir auch schon. So. Dann müssen wir das Beige eigentlich zu Lila ändern jetzt. Beige zu Lila. Das wäre das F, ne? Richtig. So, jetzt macht das alles nämlich. Jetzt macht das alles nämlich auch wieder Sinn hier. Es darf nur in ein. Beige zu Lila. Ja. Sudoku spiele ich nicht. Das ist mein Glück. So, F. So, beige zu lila. So, jetzt macht das Ganze nämlich wieder Sinn. So. Ja, siehst du. So. Deswegen, nicht aufregen, einfach nur laut Scheiße denken und weiter. Nein, das Problem war. Nein, ja, die Engelchen hat verstanden, wo mein Problem lag. An meiner scheiß Sehbehinderung. Daran lag mein scheiß Problem gerade. Aber das dafür Problem ist dadurch, dass der Stammel. Ja. Waren ja trotzdem immer noch die Farben von da. Und das hat mich schon irritiert. Ja, das ist ja falsche Farben drin, die da nicht hingehören. Auf gut Deutsch falsche Farben, die richtig verkehrt sind. Also für mich wird jetzt Sinn ergeben. Warte, darf ich erstmal zu Ende malen? Entschuldigung, mach. So schnell bin ich, weil sonst kommen wir wieder durcheinander gleich und das bringt uns dann alle nichts. Ja, mach erstmal. So. Und grün brauchen wir, ne? Grün. Grün. Ja. Ja. So. Ah, jetzt. So. Wir sind mal wieder rausgeworden vom Discord. So, grün. So, grün zu beige funktioniert nämlich jetzt wieder. Also käme hier das A hin. Meiner Meinung nach. Ja. Warte mal, mal gucken, ob wir eine andere. Oder wir müssen, wenn wir das Gelb zu. Grün geht nämlich nicht, genau. Also grün wird zu beige, also A. Ha, so langsam habe ich wieder einen Lauf. Mal gucken, wie lange. Sichern. So, A. A wäre grün zu beige, genau. Grün zu beige, also bleibt hier. Rot. Ja. Jo. Fein. So. Ah. Lass mich raten, jetzt müsste ein rein theoretisch gelb werden. Nein, lass ihn erstmal das
Das zweite so. Ist das Lilla. Das dritte ist Lilla. Ja. Rot, seid Lila. Das und doch das nur, weil bei uns das Gäste ein bisschen bleibt. So. Haben wir. So. Ich sag ja, ich wollte doch nur vorbroken, als ob ich hier einen Plan hätte. Nein, aber was Problem ist, wenn du jetzt. Ja, warte, jetzt komme ich gerade durcheinander, Leute. Jetzt. Oh, warte, wo waren wir jetzt? Mein Gott. Gelb. So, gelb muss da jetzt. Ja, ja. So. Genau. So, dann müssen wir jetzt hier einfach nur noch den Buchstaben eintragen. Das wäre gelb zu grün. Danke, Klugscheißer. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. So. Die nächste Folge vom Podcast heißt wahrscheinlich Farbspiel. Nur so als Information. Okay. So, und jetzt müssen wir. Jetzt haben wir jetzt gerade mal nur die Hälfte, ne, Leute? Ach, ist das herrlich? So, mehr oder weniger die Hälfte. Vielleicht ein bisschen mehr als die Hälfte. Ja, und jetzt müssen wir zu den anderen Kombinationen rüberkommen, Kinder. Und von unten nach oben arbeiten bringt nichts. Juhu. Also, wenn ich das jetzt so sehe, hatten wir bei der letzten Kombination vor der Kombination G. Bei weißen B-Schwitzung. So, also beige zu lila geht ja nicht. Weil, wir haben ja schon lila da. So. Was würde denn gehen? Haben wir irgendwas mit rot zu blau? Das haben wir nicht. Das funktioniert nicht. Okay. Rot zu gelb können wir dich anbieten. Ja, warte. Die Frage ist, ob uns das was bringt. Also nur kurz für mich zur Orientierung, unser letzter Buchstabe war A, ne? Nein, B. Wir sind ja jetzt in der siebten Reihe angekommen. Ah, okay. Die siebte Reihe war B. Ja, da. Warte. Bolivien. Was ist los? Ich würde sagen. Ja, ich guck gerade nur hier auf meinem Handy wegen. Damit ich mich auch orientieren kann. Ich würde sagen, wir gehen wieder zu J. Zu J. Das wäre rot auf gelb. Rot auf gelb. Was würde uns das bringen, Jan? Weil wenn wir dann wieder, wie am Anfang, wieder auf D gehen, weil ich würde jetzt von J dann nach D gehen. Also okay, gut, ich folge dem Jan jetzt. Ich mache jetzt das, was der Jan mir sagt. So, okay. Also, J sagst du mir. Ja, J. So, das wäre beige, also, warte, J. Rot zu gelb. Rot zu gelb. So, beige, gelb, so. Also, beige, gelb. Lila. So, lila. Grün. Richtig? Richtig. So, ja, erzähl weiter. So, dann würde ich von J nach D gehen. Von J nach D. Das wäre lila-rot. Lila zu rot. Wolltest du auch eine Farbe aus? D, ne? D. Lila zu rot. Okay. Lila zu rot. Ja. Wer kommt da mit dem Radizelfummel? Hallo, Herr. Hallo, warum hast du da jetzt was wegradiert?
Du musst doch auf Malen. Ja, ich hab doch auf Malen gemacht. Doch hier vorne. Hä, was macht ihr da? Warum löscht ihr das hier? Gut, ich mach schon wieder hin, ich mach schon wieder hin. Das war wohl keine Absicht, Michel. Nee, das war keine Absicht. Ich wollte es dir nur grün machen. Ich wollte dir beim Malen helfen. Ach so, okay. Ich dachte nur, warum löscht er? Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wollte nur helfen. So. Ich hätte. Ich wollte dich mal einmal aus der Fassung bringen. Aber eigentlich. Ach, mein Gott. Warum hat er die Farbe jetzt wieder nicht angenommen hier? Gelb. Mach's mal ein bisschen dunkelgrüner. So, dann ist ungefähr der Farbplex von vorhin aufgenommen. Jo, ja. Passt. So. Nicht schön, aber sehr. So, ja, D, Jan. Weiter? So, dann würde ich zu F gehen. Zu F, okay. Ja. Wie kommst du denn jetzt so schnell? Das ist B, aber lila. Oder flüstert deine Frau dir alles jetzt ins Ohr? Das wäre meine Idee. Dass so ein Vögelchen hier was gezwitschert. Ja, 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 weil die ganze Zeit ist er so ruhig und jetzt, weiß er auf einmal alles. Nein, nein, ein Vögelchen hat mir tatsächlich was gezwitschert, aber nicht das, was ich euch gerade sage. Weil meine Frau hat mir im Prinzip nur zwei kryptische Nachrichten geschickt, die ich nicht identifizieren kann, außer den Anfang und das Ende. Und ich versuche gerade zu dem Ende zu kommen. Was ich hier höre. So, F war jetzt. F war jetzt beige lila. So. Also. Soll ich mitmalen? Nein. Ja, du darfst gerne malen, aber bitte nicht löschen. Malen darfst du. Mach du. So, lila. Wir müssen nur gucken, dass wir nicht beide dasselbe malen. Nein, Engelchen malt jetzt. Sie hat mir die auf den Finger gepatscht und jetzt malt sie. Sie kann das schöner als ich. Wie macht er das denn jetzt? Weil du musst dich erst bestätigen. Siehst du, so weit war ich eben auch schon. So, Jan. Das ist ja so. Ein paar Monate, was hat dein Vögelchen dir jetzt noch gezwitschert? Also, wie gesagt, gezwitschert hat mir das. Ja, nächster Buchstabe bitte. I. I. Ja. I, das wäre gelb zu beige. Hä? Also, jetzt darf ich auch wieder malen. Okay, welche Farbe haben wir jetzt? Okay, jetzt ist die Welche Farbe sind hier drauf geladen? Jetzt ist die Jans Glückssträhne abgerissen. I ist Schwachsinn. Schwachsinn schon. Oder? Nee, warte mal. Was sagst du mir jetzt, wo ich das. Nee, warte doch mal, warte mal. Jetzt muss ich gerade überlegen. I. Gelb zu. Beige. Doch, in Ordnung. Alles in Ordnung. Doch, gelb. Er hat recht. Ich hatte einen Denkfehler jetzt. So, gelb zu beige. So, dann brauche ich lila hier hinten. Also, und ich sollte mal. Ich mach schon mal das letzte, vorletzte. Ist ja die richtige. Weiß nicht. Was machst du denn da jetzt? Mein Gott. Also wir müssen schon mal alle hier an einem Strang ziehen. Moment, flupp, geht schön. Jetzt bin ich durcheinander. Jetzt hat er mich durcheinander gekriegt. Ja, jetzt bin ich durcheinander, Jan. I. Aus lila? Aus gelb wird beige. Also I. Oh mein das Gott. Erste ist. So, I. Aus. Engelchen verwirr nicht. Lass ihn mal machen. Nein, ich verwirr ihn. Zweite. Soll ich ihn Lieder malen? Ich hab Lieder. Ja, mach. Hau raus da. Das Rote hätte sich auch nicht geändert, deswegen habe ich Rot gedacht. Das muss auch grün. Grün? Du meinst grün? Grün bleibt doch grün. Ah ja, stimmt. Jetzt hat sich Stimmt. So, Jan, welchen Buchstaben möchtest du jetzt von uns? Mein Vögelchen zwitscherte mir G. Ach, ich hab gedacht, dein Vögelchen zwitschert nicht, du Arsch.
Ich habe doch gesagt, mein Vögelchen hat mir die letzten beiden Buchstaben gezwitschert. Ach, hör mir doch mal zu. Ja, kann ich nicht. Ich bin gerade konzentriert. Dann beige zu blau. So, geh. Geh, beige zu blau. Okay. Immer diese Vögel. Rot und Dings. So rot ich mach. So. Ach, lila brauchen wir noch, ne? Kombination mit Grün. Alter Falter, ich kann jetzt die nächsten drei Tage keine Farben mehr sehen. So. Geh. So. Jetzt brauchen wir einfach nur noch. Also. Jetzt brauchen wir grün auch. Also A nochmal, ne? Ja. Moment. Geh mit. A. A war doch jetzt richtig, oder nicht? Ja, A. A ist auch laut meinem Vögelchen richtig. Ne, weil hört es sich so an, als wenn da jetzt. Ja, Engelchen wollte mich mal kurz umstellen. Nee. So. Das male ich jetzt nicht mehr um. So. So. Ja, dann muss ich jetzt die Kombination so eingeben, richtig? Richtig. So. Will mir die jemand gleich diktieren oder muss ich immer hin und her switchen? Ich kann es diktieren. So, okay. Ich hab's so nebenbei auch. Und der Tipp von meinem Vögelchen ist übrigens alle Buchstaben groß. Okay. Ja gut, im Labyrinth waren die auch alle groß. Ja. Mann, das hatten wir ja schon da im Labyrinth. Sag mal, wenn du stark glaubst, oder? Ich hab die auch alle in groß aufgeschrieben, glaube ich. Warte mal, ich muss jetzt erstmal. Hä? Ach so, hier, so, da ist der richtige Tab. Mein Gott, ich habe hier 10.000 Tabs auf, ey. Weiß schon nicht mehr, wo ich bin. So, erzählt. B. Ja. J. Ja. D. Ja. F. Ja. A. Ja. Hallo? Ja, bis B bin ich. Also, warte. Ich kann gerne weiter. Ah, warte, dann gucke ich selber. Jetzt bin ich raus. Wohin hast du jetzt eingetragen? Ja, das weiß ich ja selber nicht mehr. Ich sehe die Buchstaben ja nicht mehr. Die werden mir jetzt als Sternchen angezeigt. Ach so. Nochmal weg. So. Ja, muss ich sagen. Gott sagen, mach in Ruhe nochmal neu und dann ist das gut. Jan, kannst du mir die sagen? Ja, warte. Bitte. BJ. So. Ja. DF. Ja. AB. Ja. JD. Ja. FI. Ja. GA. Halleluja. So. Ja, genau. Den Stream kriegt ihr alle noch, ne? Oder? Ja. Okay. So, soll ich abspielen? Mach mal. Moment. Ja, ist doch, dann läuft doch. Muss man hier nicht drauf? Nein, das ist doch schon von Michelle die Auswahl. Ich hab doch schon dreimal. So, dann ist okay. So, darf ich? Ja. Hau raus. Ich wollte Geld verdienen. Durch Schutzgelderpressungen, Banküberfälle und Veruntreuungen. Aber schon nach kurzer Zeit kamen Raubüberfälle auf Passanten dazu. Dann Auftragsmorde, Folter.
Je mehr ich versuchte, dem Treiben Einhalt zu gebieten, desto schneller schwand mein Einfluss im Rat. Besonders Mr. Red hat es auf mich abgesehen. Nachdem das Syndikat sich mit meiner Hilfe Einfluss in der High Society, in der Politik, der Wirtschaft, kurz in allen wichtigen Schaltstellen der Stadt gesichert hatte, überzeugte Mr. Red die anderen, dass man mich nicht mehr brauchte. Zur gleichen Zeit stellte Elizabeth mich vor die Wahl. Entweder ich würde meine Geschäfte mit dem Syndikat beenden oder sie wolle mich verlassen. Dann kam der 23. April 2010, Elizabeths Todestag. Wie sich herausstellte, hatte Mr. Red Darlington Hall verwanzen lassen. Er wusste, dass Elizabeth über alles Bescheid wüsste und dabei war, mich zu verlassen. Eine Stunde, nachdem Elizabeth ins Auto gestiegen war, stand er widerlich grinsend vor meiner Tür. Er sagte, Unfälle würden nun einmal passieren. Keiner könne etwas dafür. Und diese Steilklippen am Parkview Cliff seien auch wirklich gefährlich. Meine Welt brach zusammen. Ich hörte kaum noch, wie Mr. Red weitersprach. Er sagte, sicher wolle ich in Ruhe trauern und hätte keine Zeit mehr für unsere Geschäftsbeziehungen. Kein Problem. Ich müsse nur, wenn mir meine Haut lieb sei, jährlich 50.000 Dismoneten an eine angebliche Wohlfahrtsorganisation spenden. Als Ablösesumme sozusagen. Was kann ich sagen, um meine Schande zu schmälern? Ich ging auf Mr. Reds Bedingungen ein. Seit 10 Jahren bezahle ich die Mörder von Elizabeth und baue ein Labyrinth, um mich vor ihnen zu verstecken. Zum diesjährigen Todestag von Elizabeth musste ich feststellen, dass ich die 50.000 Dismoneten nicht mehr aufbringen konnte. Seitdem verstecke ich mich in meinem Labyrinth. Aber das ist noch nicht alles. Wenn Sie die ganze Wahrheit wissen wollen, müssen Sie mir folgen. Der Code, der in den 4. Bereich des Labyrinths führt, lautet Mr. Red. EPA. Irgendwie war das klar, oder? Nee, ja, schon, irgendwie schon, ja. Und ich ahne schon, dass wir ein 4. Labyrinth kriegen. Und ich hoffe es, dass es nicht wieder so ein Ding wird wie heute. Das wäre gut. Ja, aber wir haben es ja geschafft, Leute. So, ich kann den Tisch nicht mehr sehen. Ey. Scheiß Tisch. Zack, da ist er weg. Hast du ihn umgeschmissen? Ja, ich musste meine Aggression jetzt mal loswerden. Ja, dann. Hat der Tisch aber auch verdient. Ja. Wie befreiend. Ja. Ja, so, ihr seht. Haben wir es dann heute auch wieder geschafft? Ihr seht, der Tisch ist gestorben. Das Lustige ist, warum baut er sich denn nicht mehr auf? Ich habe gedacht, der baut sich von selber wieder auf. Ja, aber nicht sofort. Ach so, okay. Der bleibt jetzt erstmal liegen. Wenn du schon einen Tisch durch die komplette Kirche pfefferst, muss er auch liegen bleiben. Ach, wir sind in der Kirche. Jetzt sehe ich das mal. Aha. Ja, rate mal, warum ich die Dose. Jetzt rate mal, warum ich die Dose Bier versteckt habe. Letztes Mal, als ich bei der Messe Bier getrunken habe aus der Dose, sind der Pfarrer. Sogar welche, ne? Ja, sicher, die wenigen da. Musst du mal hinter dich drehen, Michelle. Letztes Mal sogar welche. Deswegen, letztes Mal, als ich beim Pfarrer in der Messe saß und mir eine Dose Bier gegönnt habe, hat er auch gepredigt, hier Alkohol wäre Sünde. Ist mir die Dose Bier vor Lachen fast aus der Hand gefahren. Ja, und du sollst hier weinen, du Alter. Ja, dann lassen wir das. Hey, ich war 12 Jahre Mistin, ja, ich darf den Witz bringen. Ja, Kinder. Und das Schlimmste ist, die sagen nix, die Fuzzis. Ja. Die gucken uns einfach dabei zu. Tja. Was ist das? Ja, also. Vor Augen. Der denkt sich auch.
Also, ich habe gerade auch ein Rätsel gelöst. Kalte Pommes sind jetzt nicht so nice. Pause noch mal rein für 5 Minuten. Ne, 2 Minuten 30, das reicht. Auf 800 Watt. Ich will gerne noch was rüberschieben. Ich habe auch noch was zu essen. Genau, bei uns gab es auch was Gutes. Ach ja. Nee. So, Leute, also ich finde, das haben wir heute gut gemacht. Auch wenn das ein bisschen länger gedauert hat wie beim letzten Mal, aber wir haben das heute gut gemacht. Ja. Ja, siehst du, heute standen die beiden ein bisschen auf dem Schlauch. Und das Vögelchen bei Jan stand vorne weg. Naja, genau. Hat uns aber zu sich gewunken. Ja, ich hab. Aber das Schöne ist ja, selbst als sie mir dann was zugezwitschert hat, ja, problematisch wird's dann, wenn die Sprachausgabe daraus sehr merkwürdige Kolonnen macht. Das ist. Das klingt eher so, als hätte sie einmal. Mit der Hand einfach auf den Bildschirm gepackt und das, was rauskam, war dann das, was sie mir geschickt hat. Deswegen konnte ich auch nur mit Sicherheit sagen, was am Ende, nämlich die letzten beiden Dinger, rauskommt. Oh, lecker. Na, dann ja. Wenigstens haben wir das Schrecken, Ende mit Schrecken gefunden. Ja. Ja, ich bin schon gespannt auf nächste Woche. Ja, aber bis jetzt mussten wir zum Glück nicht basteln vorher. Und ihr seid auch wieder dabei nächste Woche? Ja, sicher. Also wenn wir es anfangen, dann beenden wir es auch. Alles klar. Ja, dann. Jan, schon mal, gib deinem Vögelchen ein bisschen Futter, damit es auch weiter zwitschert. Mehr sage ich nicht. Ja. Helfen. Du, wir hatten ja schon angefangen und sie saß die ganze Zeit fluchend im Wohnzimmer. Also sonst geht ihr sowas ja immer ziemlich leicht von der Hand, aber ich wusste schon, wir werden heute länger brauchen, als meine Frau dann länger brauchte als sonst. Wie viel haben wir denn überhaupt schon? Ich habe eben auch die Zeit geachtet. Also als ich das letzte Mal auf die Zeit geachtet habe, hatten wir irgendwie 1,5 Stunden. Also wir sind jetzt gut bei 2 Stunden. Ich weiß nicht. Das wäre bei dir also 30 Minuten geschätzt. Nein. Meine Frau hat dafür 30 Minuten gebraucht. Nein, der Jack wollte auf was anderes raus. Nein, ja, ich weiß, worauf. Naja. Nee, wäre schon eine Dreiviertelstunde. Wenigstens können wir am Ende wieder lachen. Das ist schon mal wichtig. Nachdem wir vor Wut fast alles durch die Gegend. Na gut, Michel hat schon einen Tisch umgeschmissen im Ikea. Laut dem Teil 2 Stunden. Ja. Aber vielleicht haben wir nächstes Mal ja was ein bisschen einfacheres, wo wir alle 4 im Auftrag. Aber wollte der Jan. Letztes Mal. Aber vielleicht weiß der Jan ja auch schon die Lösung. Ich überlege gerade so. Ich wollte es gerade sagen. Wieso hat der Jan. Nein, aber. Jetzt überlege ich mal. Wieso hat der Jan als Ort für den Tisch eine Kirche gewählt? Vielleicht ist ja der Priester der Täter. Also, wir wollen mal festhalten: Ich habe hier mal gar nichts gewählt. Ne? Weil der Tisch ist gemacht worden von meiner Frau, weil mein Tabletop-Simulator ja momentan ein bisschen rumspackt. Ja, kümmere dich drum. Ja, du, wenn du gerne beim Apple Support anrufen möchtest, bitte tu das, tu dir keinen Zwang an. Und was soll ich denen dann sagen? Dass ihr neuestes Update echt bescheiden war für Steam. Naja, ist aber ein anderes Thema. Das mit den Updates kennen wir zu Genüge bei Minecraft. Mehr sage ich dazu nicht.
Hatten wir jetzt auch vom Plan wieder eins gehabt. Ja, mein Gott. Ich weiß. Jetzt haben wir, glaube ich, genug Werbung gemacht, ne? Ja, heute haben wir mal genug Werbung gemacht. Jetzt sollten wir schnell mal abschalten. Ich weiß auch schon mal, dass gar nichts lief. Und, ich glaube, eine Woche später kam dann das nächste Update und dann funktioniert das. Ja, das war's. Ich habe auch nicht ein Update gemacht, haben, das überhaupt nicht funktioniert. Und dann muss ich ein neues Update, damit das. Hätten sie es doch gleich. Ja, es sollte ja auch nur das Update, was ich jetzt gemacht habe, sollte ja auch eine Fehlerbehebung sein, hatte aber dafür 2,5 Gigabyte. Ja, das kennen wir von Minecraft auch. Das sind immer die schlimmsten Updates. Die Fehlerbehebungsupdates sind die schlimmsten. Danach funktioniert gar nichts mehr. Ich bin ja mal gespannt. Im Herbst soll ja ein komplett neues kommen. Ach gut. Ja, bei Minecraft gibt es ja auch demnächst noch wieder was Größeres. Herbst ist irgendwie Update-Zeit. Michelle, wie sieht das aus? Hast du den Stream eigentlich schon beendet? Nö. Wäre eigentlich mal ganz nett so, ne? Ich. Ja, ihr wart so nett euch am Unterhalten. Ja, dann verabschiedet euch mal. Tschüssen. Tschüss. Bis morgen vielleicht bei uns im Stream. Vielleicht. Ja. Und ich schließe dann mit den bekannten Worten Ende des dritten Teils. Abonnieren nicht vergessen.